Wir werden heute RLO ein bisschen zocken. Ich habe gedacht, ich mache heute einen auf Kevin Hartmann, weil ich das letzte Mal ein bisschen Stress mit der Mafia hatte und ich irgendwie Bock drauf habe, Kevin Hartmann zu spielen. Vor allem, weil Makrumpe kommt ja auch bald und ich bin heute auf Twitch und gedacht habe, ich zocke heute ein paar andere Games auch noch. Und ja, damit wir hier ein bisschen eben auch Variation machen können, ist Twitch halt besser, muss ich sagen, was das angeht. Da kann ich einfach switchen, die Games, und muss ich die ganze Zeit irgendwie Thumbnail oder so ändern. Aus dem Grund rechne ich mir heute ganz entspannt mal auf Twitch rauf. Du hast dein Haus, habe ich dein Haus? Nee, doch nicht mit Kevin. Mit Kevin hab, doch? Doch, mit Kevin habe ich ein Haus. Warte, kann das sogar sein? Ich habe ja, warte mal, ich habe ja mit Kevin, habe ich ja mit der Mafia ein Haus dort, ne? War das nicht die Mafia, die mir das gegeben hat? Ey, warte, jetzt bin ich mal, wartet mal, jetzt bin ich aber wirklich komplett fertig. Warte, ich bin ja mit Kevin, war ich ja mit der Mafia ja eigentlich immer gut, ne? Ich glaube, Pagella hat mir damals den Schlüssel gegeben. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das das Haus von der Mafia ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber stimmt, ich habe da hinten ein Haus. Da hätte ich ausparken können. Hätte Fahrradkette. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Hauptplatz. Ja, moin. Schau, gar nicht gewusst. Komplett vergessen. Alles runtergeschluckt, was ging. Mach heute Juve mit Kevin und Pflanzen. Alter, ich habe letztes Mal mit Kevin so viel Probleme gehabt. Das ist unglaublich. Ich war ja da schon so mad. Da habe ich ja Wazel aufs allerletzte beleidigt. Ja, Wazel war, er war schockiert. Aber es war okay. Was das Gute ist, Wazel weiß ich, wie gut mit ihm und so, ne? Und ja, da lief das da ganz gut, aber trotzdem. Trotzdem einfach übelst beleidigt. Ja, das hat Magella mir gegeben. Ja, ja, ja. Das heißt, ich habe theoretisch noch einen Schlüssel zum Mafia-Haus, ne? Also theoretisch könnte ich die voll auffliegen lassen, wenn ich das möchte. Aber mache ich nicht. Ich bin kein 31er. Ich lüge nur, wenn ich Autos geklaut habe. Das mache ich immer. Ja, ja, die Mafia ist heiß auf mich. Das ist ja das Lustige, warum ich heute gedacht habe, ich spiele heute mal Kevin. Einfach mal so Just for Fun. Ich schau mal an, das Autohaus ist auch da. Jö. Yeah. Dann werden das wir. Das läuft. Na, gerade nicht viel. Aber du störst ein bisschen. Warum störe ich, Bruder? Ist alles okay bei dir? Weil du störst. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur gefragt, was du störst jetzt, Junge. Okay, dann gehe ich. Chris, entspann dich doch mal. Hallo. Hallo. Findest du, ich habe gerade gestört? Ich habe nur gefragt, was es geht. Der ist voll unfreundlich, ja, Bruder. Die klären doch nur ein bisschen. Wie gesagt, 8 Uhr steht. Ich hab den gar nichts gemacht. Ich hab nur gefragt, was los und so. Und er so, ja, geh weg, geh weg, geh weg. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich bin nicht traurig, Bruder. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ich werd gleich hier verschoben, oder was? Das ist ja nett. Bike heute endsmatt, bin ich gar nicht gewohnt. Aha, seit wann sind denn die Biker so mad? Sag mal, aus dem Dolos. Machen wir es mal auf den Drahtesel. Ja, habe ich überhaupt noch. Ja, ich habe mein Motorradl, habe ich noch. Habe ich noch meine andere? Ja, Kollege. Oh ne. Ich wollte dich jetzt nicht verletzen, aber es war gerade ein bisschen unpassend in der Situation. Ja, Bruder, was los? Hast du Probleme oder was? Nee, wir mussten noch kurz was Wichtiges besprechen. Na, so was Wichtiges. Deswegen war das gerade. Ja. Ja, nein, alles gut. Ich wusste nicht, dass ich störe. Also ist alles häufiger, gut. Aber deswegen normal reagiere ich nicht. Ja, ja. Alles gut. Ist das Zweisitzer? Nein, gell? Ja. Ist Zweisitzer? Bruder, kannst du mich wohin bringen? Komm rauf, wo willst du denn? Ich muss zum Abschlepper. Abschlepper, ja, komm rauf. Ja, ja. Boah, Bruder, geil. Ist da hinten wirklich zum Mitsitzen? Halt mich fest, bitte. Ich halte mich fest, ja. Ja, ich dachte schon, ich krieg gleich Waffe in die Fresse. Weißt du, ich bin in letzter Zeit nicht so beliebt bei manchen Leuten. Jetzt dachte ich schon so, jetzt bin ich ja auch schon unbeliebt. Da hab ich nichts gemacht, weißt du? Ja, ich kenne dich tatsächlich nicht. Wer bist denn du? Ich bin der Kevin und ich habe Probleme mit Leuten. Wie man merkt, anscheinend viele mögen mich nicht. Obwohl ich nichts gemacht habe. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Ich hoffe, das ist der Richtige, weil ich habe irgendwie. Fehlt mir irgendwie. Auch nee, ist falsche. Warte, na, Bruder, ist falsche. Nee, ja, ist falsche. Ich muss zum anderen. Ich muss runterfahren, ja, Bruder. Kriegst du hin, weil das ist schon ein bisschen weiter jetzt. Ich dachte, da ist nämlich auch Auto drin oder so. Gut. Na, danke, dass du mich fasst, ne? Ah, das ist gut. Auf ganz entspannter Rino. Gleich haut es auf die Fresse, erstmal krank aus RP. bitte was? Hast du genug Geld bei? Ich hab noch Geld, ja, ich hab noch genug. Gut. Ja, was heißt hier genug, Bruder? Ich war mal Millionär für kurze Sekunden und dann kam Polizei, hat mir Geld abgenommen, weißt du? Ja, das tut weh. Ja, die hat mich voll abgezogen, Bruder. Ich hab Nationalbank gemacht. Alleine, Bruder. Weißt du, wie viel Geld das gewesen war? Bruder, ich wollte mir 911 kaufen, weißt du? Schöne 911.
von Outdoors. Wollte ich mir kaufen, Bruder. Ja. Alles weg einfach, Bruder. Alles weg. Die haben alles genommen, was ging. Alles abgenommen. Was für ja, und dann, Bruder, am selben Tag kam noch Mafia zu mir und hat mir Probleme gemacht und so. Und dann hat mir Kopfschuss verpasst, so, weil ich geprügelt habe und so. War nie so schön. Also war richtig kack Tag war da. Ich hoffe, heute ist besser, Bruder. Ja, hoffe ich mal für dich. Ja, ich hoffe. Na gut, vielleicht sieht man sich gleich nochmal. Ja, vielleicht sieht man. Tschüss. Das muss ich nur gucken, dass ich mir... Das ist aber jetzt nicht Mafia hinter mir. Das ist nämlich sehr strange, dass er da so komisch fährt, weil der hat... Der ist nicht umgeparkt. Der hat nicht umgeparkt. Boah, Alter, ich dachte schon, das ist Mafia, Bruder. Also die sind nicht so nett. Aber wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten mit dem Motorrad... Nein, das mache ich nicht. Mit dem Motorrad in die Pizzeria reinfahren und fragen, ob alles okay ist. Ist alles easy. Erstmal, habe ich eine Maske? Ich brauche eine Maske. Maske, Maskerin. Okay, die sieht kacke aus. Ja, dann nehme ich eine neue. Wobei, so fürs Motorradfahren wäre die eigentlich okay. Die wäre okay fürs Motorradfahren. Habe ich noch einen Helm? Weil dann ist das eh egal. Maske. Mein letzter Plan, der ja so gut war, ging ja voll da dem. Ja gut, dann ist das eh egal. Dann war es das schon. Ja. Nee. Wenn du immer Post angestellt hast, vielleicht soll ich mal einen anderen Job machen. Weißt du, dass ich einfach LKW-Fahrer werden. Hätte ich denn noch Führerschein für das Ding? Nee, ne? Ah, doch, habe ich. Ich hab sogar einen Bike-Führerschein. Und ich fahre ohne Kennzeichen. Dann ist gut. Na, solange ich ohne Kennzeichen fahre, ist kein Problem, Leute. So, Waffe habe ich aber keine. Ich bräuchte zur Selbstverteidigung, muss ich eine Waffe irgendwo herholen. Ich muss... Ah, ich habe eine Glock 17, aber das ist ein bisschen wenig. Ich bräuchte irgendwas Heftiges. Jetzt, wo mich Mafia nicht so gern hat, brauche ich irgendwas Heftiges. Weil sonst wäre ich entführt und dann war es das. So, Notaufnahme, das war vom letzten Mal. Das zahle ich mal alles. Oh, jetzt bin ich ja wieder blank, Alter. Ah, Kopf hinter mir? Nee. Ist er hinter mir? Ich hoffe. Ah, doch, klar ist er hinter mir. Ja, was sonst? Was sonst? Was gibt's denn Schöneres als ein Kopf hinter mir? Ja, ja, Bruder, passt schon. Wie viel Geld habe ich denn? Ich sehe es nicht. Ah, hier. 50.000, Alter. Ich habe 57.000 Dollar, das war's. Ah, ich fahr schon weg, bevor der Motorradkopf holt. Bevor der die Motorradpolizei holt, fahre ich mal weg. Wobei, ich habe hier den Fluchtplan, habe ich doch hier irgendwo, ne? Der ist ja hier irgendwie. Denn weiß, was der Polizist nicht weiß, das weiß ich, dass man hier durchpasst. Ew. Und ich bin weg. Ah, das Motorrad ist so fies, ne? Es ist wirklich fies, aber das ist das beste Motorrad auf ganz RLO ist das. Huch, und die Cops sind weg. Ich zirke mich, Herr Polizist, du bist ein Dumpes. Der hat schon Backup gerufen, habt ihr gehört? Und ich dachte mir jetzt, bevor der jetzt Motorradpolizei holt, weil es gibt immer ein paar Motorradfahrer, fahre ich erstmal vor, weil den kriegst du nicht mehr so schnell weg. Oh, Cops sind erstmal weg, Carino. Passt. So machen wir das hier. Und tschüss. Weg sind sie. Anders Autos hat geöffnet, wir freuen uns. Ich habe nur 50.000. Leute, was soll ich denn angehen? Ich möchte ja irgendwie wieder mein Geld haben, aber wie soll ich das machen? Ich brauche eine Waffe, kostet sich ja saumäßig viel. Können Sie mal bei 1 zu 7 fragen, ob die Stellenangebote da frei haben für irgendwas? Frag mal bei 1 zu 7 da. Ey, Bruder, hat dir Stellenangebote? Ich mag Mafia nie. Ja, schauen wir mal. Oder ich fahre halt wirklich zur Mafia und fragen nach, ob die vielleicht uns das verkaufen können. Falls sie was anbieten. Also sieht es gerade leer aus, ne? Weiß nicht, ob da gerade wer am Grundstück ist. Der ist, glaube ich, am Hauptplatz. Ja, aber ich weiß nicht, mit der Glock 17 fühle ich mich ein bisschen, ich weiß nicht, unwohl. Also wirklich unwohl, weil mit der Glock 17, da kann ich nicht viel reißen, wisst ihr? Oh. Okay, das war wieder NPC sein Vater, ne? Dieses, ich fahre dir ganz auf entspannt rein, wenn du Motorrad fährst. Wobei ein Juve würde ja auch schon reichen, ne? Stimmt, ein Juve würde auch schon reichen. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Was ist denn mit den NPCs heute los? Haben die alle einen schlechten Tag oder was? Der ist jetzt zu Gleis 9 3 Viertel reingefahren, habt ihr gesehen? Im Regen geht's gar nicht gut. Ja, ich fahr aber zum Hauptplatz. Ich will nur wieder mit Kevin mein Geld haben, dass ich mir was leisten kann. Ich wollte ja 300.000 Flocken. Boah, das hätte ich so easy machen können, hätte ich die große Bank geschafft, Alter. 300.000 Flocken, wisst ihr, wie viel wir bei einer großen Bank kriegen? Aber dass das die große Bank alleine machen, ist halt schwer, weil sie sich alle auf dich fokussieren können. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal durchziehen soll und nochmal einen zweiten Plan schmieden, nochmal eine Bank probieren. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll.
Boah, ich weiß nicht. Ich fahr nochmal hin und frag mal, ob der vielleicht was Besseres hat. Oh ne, jetzt sind da die Biker. Jetzt ist der 1-7er da weg, ne? Das ist der Sound auf die Spende. Oh ne, ist das ein Kopf, ein echter? Nee. Ha! Ist das ein Fake? Ja, das ist Fake. Zum Glück. Ah, was schau, wer da ist. Da ist Pizzeria von letztem Mal. Nee, ich überleg mal. Also entweder ich gehe jetzt den frühesten Bankhop ever an, weil das ist jetzt echt. Oder ich plane den, dass ich viel. Aber dann ist das noch ein zweites Mal, ne? Ich habe eigentlich keinen Bock, den zwei miteinander zu machen. Aber ich sehe gerade keine andere. Keinen anderen Plan als Geld. Oh ne, das ist Polizei, da sieht mein Kennzeichen. Na, ja, da sieht das sicher. Und ich bin weg. Kennt ihr schon den Polen, der im Walmart war und jetzt wegfährt, weil er keinen Bock auf Polizei hat? Ich bin der Pole. Wie ich draußen gewartet habe, ich kann nicht mehr. Hallo, guten Tag. Grüß Gott. Brauchen Sie was Hilfe? Ja, fahren Sie doch bitte mal rechts ran. Ja klar, vorne rechts. Ich will doch nur einkaufen gehen, Alter. Ich will doch nur... Bruder, ich will doch nur einkaufen. Ich werde schon wieder verfolgt, Alter. Ich kann ja gar nichts heute vorlesen. Was sagt bitte, das Ding fährt noch 300. Bitte sagt, das Ding fährt noch seine 300. Komm. Habe ich noch NOS dabei? Ich glaube nicht, ne? Weil die Highspeed ist ein bisschen schnell. In der Stadt kriegen wir sie weg, aber hier ist gerade schwer. Komm, komm, komm. Mach Bump mit. Komm, mach Bump mit. Ja, 3,6. 3,30 gleich. Oh nein, Polizeimotorrad ist auch da. Kacke, die haben schon alles zugestellt. Wie schnell die sind. 3,60. Alter. Oh Bruder, ich habe ganz kurz mein Leben vor mir gesehen. Oh nein. Also dieses Motorrad ist Gold wert. Es ist einfach Gold wert, Alter. Ich bin so schnell in den Hauptplatz gefahren, so schnell war ich noch nie, Alter. So schnell war ich wirklich legit und nie im Hauptplatz unterwegs. Gott sei Dank habe ich beim Hauptplatz den 80er Blitzer nicht mitgenommen. Oh, das wäre was gewesen. Oh, ich glaube, der hat mich gerade gesehen. Ich glaube, da ist gerade ein Kopf vorbei. Ich glaube, der hat mich gerade gesehen. Ich stehe relativ am Rande. Schauen wir mal. Da war irgendwas hinten, ne? Weiß nicht, ob das eine Kopfkarre war, aber irgendwas stand da hinten. Aber ich bin weg. Die Polizeimotorräder hatten auch keine Chance gerade. Weil das Ding so schnell am Start ist. Das ist wirklich sauschnell. Also diese Ducati war ihr Geld wert. Was habe ich bezahlt? $5000 für das Ding? Also nochmal zum Mitschreiben. Das Ding ist wohl das schnellste Fahrzeug derzeit auf RLO, wenn du mit einem Wheelie fährst. Es fährt kein Auto 360. Keines. Gibt's nicht, geht nicht, gibt's nicht. Wenn du da den Bump triffst, fährst du 360. Aber musst du auch treffen, ne? Ich höre schon die Cops morgen heulen. Können wir bitte die Ducati patchen? Die ist ein bisschen zu schnell. Aber die fährt schon seit die ganze Zeit so, ne? Fällt mir gerade so ein. Ich bin seit nur nie gefahren, weil ich mir gedacht habe, vom Handling ist die Kacke. Aber irgendwann hat Andel, glaube ich, das Handling gepatcht und seitdem fährt die schnell und hat ein geiles Handling. Ja, jetzt muss ich nochmal alles hochfahren, weil ich brauche eigentlich meine Sachen, ne? Ich brauche meinen Stuff. Jetzt fahre ich aber nicht über die Autobahn, ich fahre jetzt über den Berg. Über den Bergel. Aber geil, die Ducati, wirklich. Aber ganz kurz mein Leben riskiert dafür, dass ich, wie ich da gerade gefahren bin. Wirklich ganz kurz gedacht, ich lande heute im Gemüsebeet von Oma Ulrike. Mein Geld ist halt auch schon wieder weg, ne? Weil ich durch den Blitzer gerast bin. Kenne ich gut. So.
Taschentücher bitte. Komm aber wirklich auf 3-0 Taschentücher. Ist auf der To-Do-Liste ganz oben. Ist wirklich so. Taschentücher kommen. Coming soon. Taschentücher für RLO. Vielleicht auch schon bald auf 2-0 erhältlich. Nee, nee. Aber wenn ihr wüsstet, was man alles auf 3.0 kaufen kann für Sachen, ne? Du gehst in den Laden rein und kaufst Sachen. So wie wenn du in so einen Laden gehst und wirklich... ja, Stuff halt kaufst, ne? Den du halt einfach nur so just for fun hast. Dass du da geil AP spielen kannst. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich wieder da hinten lang fahren. Ne? Alter, jetzt ist aber hier ist ja auch oft Polizei. In der Route-Ding. Ja, weniger als drüben. Ich probier's halt. Hab ich noch Extras? Ne, ist beschädigt. Natürlich ist beschädigt. Hab ich einen Werkzeugkasten? Warte, Nitro hab ich dabei, ne? Fall der Fälle, Leute. Nitro habe ich eine Flasche dabei. Wenn es wirklich hart kommen soll. Also Hartmann. Oh ne, Blitzer. Ich wollte gerade bremsen. Dann kann ich jederzeit mein Nitro reinbauen, dann fahre ich mit dem Ding über 400. Dann bin ich weg. Problem ist, wenn ich damit 400 fahre und mir kommt jemand entgegen, dann ja, sieht es nicht gut aus. Dann bin ich wie eine Fliege. Und das wollen wir auch nicht, dass wir dann irgendwo dran kleben. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach ganz normal im Walmart einkaufen kann. Oh, warte. Der Cop, ne? Der mich vorhin gesehen hat, der war auf dem Highway. Ich habe den, glaube ich, im Winkel habe ich ihn gesehen. Der stand und hat geblitzt. Der hat mich geblitzt vorhin, deshalb ist er mir nachgefahren. Deshalb. Ich habe nämlich gedacht, im Augenwinkel, dass er irgendwo im Kopf gestanden ist. Sagt mir, ich habe es mir eingebildet. Aber es war ein grauer Mustang, war das, ne? Grauer Mustang. Ja, dann war der das vorhin auch, der da gestanden ist. Weil irgendwas Graues habe ich im Side-Eye gesehen. Aber endlich kann ich einkaufen gehen, ohne dass ich direkt Probleme krieg. Vielleicht soll ich mal mein Outfit und mein Fahrzeug changen. Ich wollte ja eigentlich nur ganz legal hier einkaufen gehen, ne? Das ist ja das Ding. Dann gehen wir hier hin, zack. Wir machen Drive-In. So, einmal bitte abheben. Genau, mit dem Jumbo-Jet. Und zwar hebe ich mir jetzt, was hebe ich mir ab? 30.000 sollte reichen. Da habe ich eh kein Geld mehr, dann war es das mit meiner Kohle. So. Einmal bitte hier, einmal die. Ach, das kostet so viel. 9.000 Dollar. Und dann brauchen wir nur noch die Necker-Laptop, wo ich keinen Plan habe, wie viel der kostet. Ich glaube auch 5.000 oder so. Oh nein. Jason Diesel ruft an. Wer ist das? Hallo? Ja, moin Kevin. Oh Bruder, was los? Hallo, guten Tag. Ja, kennst du mich nicht mehr? Hast du mich nicht eingespeichert? Ja doch, doch. Jason Diesel. Ja, genau. Du warst schon letzte Mal, ja. Ja, genau. Was machst du? Ey Bruder, warst du jetzt nicht Biker? Du warst Biker, ne? Ja, jo. Ja Bruder, da war wir voll unfreundlich, aber der war dann freundlich zu mir und hat mich springen gebracht. Ja, ich hab's grad schon gehört. Ja, ja. Bruder, ich bin aber auch auf Bike unterwegs, ne? Ich mach heute auch einen Biker. Ja, hast du heute was geplant, oder was? Ich kauf gerade ein, Bruder. Ich bin gerade hier Dings einkaufen für, du weißt, letztes Mal ging alles in den Horst bei mir, ne? Weißt du? Letztes Mal? Ja, ja, klar. Ja, ja, ich will mein Geld zurückkommen, Bruder, weil ich schaff die Finanzen nicht. Ich dachte mir, was ist besser als ein Bankraub? Genau, zwei Bankräuber. Und deshalb dachte ich mir so, ich hol meine Finanzen zurück. Ich nehme mir das, was mir weggenommen wurde. Und dann kann ich auch meine Gerichtskosten damit bezahlen. Ist doch gut, oder? Ja, ist schon schlau. Ja, ich hab nichts. Ich hab 50.000 jetzt mittlerweile, warte, was habe ich jetzt? 40.000 auf Bank oder so gerade. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, soll ich dir was leihen? Nein, Bruder, alles gut, ich mach das. Bruder, ich gehe einmal rein, einmal raus aus der Bank. Ich meine aber, ja, du kannst dich beteiligen, ne? Helfen, ne? Ja, du kannst helfen, ne, wenn du willst, Bruder. Weiß nicht, wie viel willst du vom Kuchen abhaben, ist halt die Frage, ne? Ich brauche das, was du meinst. Das, was ich meine. Ich hab genug Geld an sich, also. Bruder, dann fühle ich mich aber kacke. Achso, du hast genug Geld? Ja, ich verdiene ganz gut hier. Also ja, dann ist eh egal, Bruder. Ja, dann kriegst du, Bruder, du kriegst Taxigeld. Du kriegst Taxigeld dann von mir, wenn du machst. Taxigeld? Ja, Taxigeld kriegst du, ja. Warte, ich habe jetzt gekauft, pass auf, Bruder, ich habe jetzt, ne, ich habe alles, ich habe den Hacker-Laptop, habe ich gerade gekauft, bin gerade da mit, Dings, und dann habe ich gekauft durch das, diese Termit da, ah, da drei Stück Termit, genau, habe ich beide gekauft. Ist schon die Frage, was ich mache, ne, wie ich das mache. Ja, brauchst du noch ein Auto eventuell? Ich habe ein paar in der Garage stehen. Bruder, ich habe nämlich kein Auto, die gut fährt, ich bräuchte so Backup-Plan-Auto, weißt du, so gute, schnelle Auto, wenn irgendwas schief geht. Ja, kann ich machen. Ich was hast du für Auto? Lambo SVJ. Lambo, ist der schnell? 320. Ja, Bruder, stell mal raus, bitte, Bruder, wäre gut.
Dann machen wir den wohin. Das ist so Backup-Plan, weißt du, weil ich wollte, Bruder, ich wollte heute auf ganz entspannt. Hab mir gedacht, na komm, ich stell Motorrad vorne hin. Ducati, weißt du? Und mit der flüchte ich dann einfach. Und das auf ganz entspannt mache ich dann. Und nur Backup-Plan ist dann Auto. Ja klar, ich kann das dann so machen, dass wir dann zusammen in den Funk gehen, dass ich dich dann als Backup abhole. Falls irgendwas schief geht, dass ich direkt zu deiner Bruder, Busse komme. Wär korrekt, wäre richtig korrekt, Bruder. Mach mal so. Dann, jo, das heißt, du bist dann in Lamm unterwegs und wenn ich was hab, dann rufe ich an und machst Abholung. Ja, boah, das ist perfekt, Bruder. Du kriegst Taxigeld kriegst von mir. Mach mal so. Passt, alles gut. Gut. Dann tschüssi. Wann wolltest du denn anfangen? Achso, ja, jetzt, ich muss nur überlegen. Ich brauche noch kleine Plan und dann schaue ich, wie ich mache. Ich habe gerade noch ein bisschen zum Planen, weißt du, und Werkzeugkasten holen und so. Für Bike, das 100% gut ist. Ja, so Kleinigkeiten halt, ne? Ja klar, du, dann ruf mich an, bevor du anfängst. Ja, ich ruf auf jeden Fall an, mach ich. Gut. Okay, danke. Perfekt, dann bis gleich. Ja, bis gleich, tschüss. Ciao, ciao. Schau, die Biker. Nett. Ich könnte mich, ich weiß nicht, könnt ihr euch Kevin als Biker vorstellen? Irgendwie könnte ich mir so gut auf einer Chopper vorstellen, Herr Kevin. Irgendwie hätte das was. Hab noch kein Rubbellos aufgerubbelt. Oh, Taui, bitte? Ach, kacke, die Melone. Warte, brauch ich noch was? Ah ja, Schlüssel brauch ich noch. Eieiei, fast die Schlüssel vergessen. Ich brauche ja noch hier Handschellenschlüssel für $1. Was? Die haben wir jetzt auch. Dann brauchen wir heute noch eine Geisel. Ich überlege nur ernsthaft, soll ich das einfach mit dem Motorrad machen? Soll ich das einfach vorne hinstellen und einfach hoffen, dass die mit dem Motorrad kommen? Weil es ja spaßig ist. Die Frage ist, wie nehme ich eine Geisel auf dem Motorrad mit? Da kann ich ja nur eine mitnehmen. Weißt du, das ist ein Einsitzer, ne? Ja, ich kann nur eine Geisel mitnehmen. Das ist halt das Problem. Ich kann sie nur tragen. Ich kann jetzt die Geisel nicht hinten draufsetzen und sagen, ah, mein Gott! Genau. Flip, flip. Ja, ich gehe mal Werkzeugkästen holen. Ich beschaffe die mir ganz legal. Oh, nee, sag jetzt nicht, da steht der Kopf hinten. Mir kam vor, der stand hier irgendwo. Oh, geil. Boah, Alter, wie geil ist das Ding denn? Hat sich Anlass auch das letzte Mal geklaut, das Ding da hinten, ne? Anlass geklaut. Wieso brennt es im Auto aus? Urin entflammte, kann man sagen. Kevin Rules, sowas von. Kevin Rules, mal schauen. Also ich werde jetzt probieren, Werkzeugkasten zu beschaffen. Oh, geiler BMW. Werkzeugkasten beschaffen, vielleicht noch eine Flasche Nitro. Dann lasse ich das Ding nochmal komplett auf Vordermann, bringe ich ziemlich schnell um, dass es nicht so aussieht, als wäre ich das gewesen, der vorhin gefahren ist. Outfit brauchen wir dann noch, dann brauchen wir eine Geisel und dann geht's eigentlich eh schon los, ne? Weil mein Plan wäre, auf ganz entspannt einfach mit einem Motorrad flüchten. Das hat die Polizei auch nicht so oft, dass jemand alone das macht und dann mit einem Motorrad das vorne hinstellt, damit flüchtet ohne umsteigen. Das ist so der Plan. Ist ein simpler Plan, aber oft ist simpel besser als, ja, man hat's ja letztes Mal gesehen bei mir, was da passiert ist. So. Ich brauche nur ganz irgendwo schnell eine Umkleide. Mich anders anziehen kann. Uiuiui. Oder fast reingedonnert. Ey, vor allem mit Nitroflasche. Ich weiß, das ist jetzt voll assi. Aber wenn ich alleine bin, mit einer Nitroflasche komme ich da sogar ganz gut weg, glaube ich. Wenn ich das durchziehe. Oh mein Gott. Ich sehe halt immer. Ich sehe damit aus wie so ein Fake Freddy, ne? So mein Vice City Outfit ist aber auch geil. Ich glaube, das ziehe ich heute an. Maske drüber, Helm drüber, jetzt bin ich mit Vice City. Oh nee! Motorradfahren muss man halt können auf RLO, das muss man auch sagen, weil einmal Haut zählen und du bist tot. Und dann kannst du einen Krankenwagen rufen, so wie Freddy letztes Mal. Exion, aber was ist mit dem Hintereingang? Du kannst ja nicht auf beides fokussieren. Hä, wie meinst du Hintereingang? Ja, nee, das. Ach, warte mal, ja, wegen einer Geisel dann, ne? Naja, das Ding ist, ich nehme die Geisel mit. Ich nehme sie ja mit. Solange ich die Geisel habe, werden die nicht den Hintereingang stürmen, sonst stirbt die. Ich schaffe das, glaube ich, auch mit einer. Ich darf sie nur niemals unbeaufsichtigt lassen. Dann kommen die nicht rein. Okay, ich brauche jetzt ganz schnell einen Werkstattbesuch. Da wollte ich hin eigentlich. Genau, Verfahren habe ich mir auch noch. Perfekt. Und wenn man uns ein Werkzeugkasten, lassen das Ding herrichten. Oh, Alter, geiler GTR in Rot. Oh, aber der Pinke sieht aber auch geil aus. Holy moly. Die Farbe ballert ja mal richtig irgendwie bei dem Auto. Schweinchen oder sowas? Nee. Ist wer da? Oh ja.
Guten Tag, guten Tag. Frisch aus Miami, Jungs. Hallo. Hallo. Servus. Du oder das Motorrad? Ne, ich gerade. Frisch aus Miami. Sieht man nicht an Dings, ne? Oder? Sieht man? Sieht man dir nicht an. Sieht man nicht an, ja. Folgende Problematikum. Ich Hallo. Brauche für Motorrad einmal eine kleine Reparatur. Weil mir ist Kennzeichen abgefallen. Und ich bräuchte einmal eine Nussflasche. Und einmal einen Werkzeugkasten, bitte. BZW, ich weiß nicht, kriegt man hier auch einen rein? Ich glaube nicht, lass mal gucken. Ja, 50 Kilo brauchst du Blatt? Na, 5 Kilo geht nicht aus. Das reicht nicht. Ja, dann nehme ich eine Werkzeugkasten mit. Und halt eine Nitro-Flasche, ja? Okay, und wo sind die Kratzer am Motorrad? Eigentlich gibt keine, nur Kennzeichen ist abgefallen, aber da muss man reparieren, da muss man Schraubi machen, dass Kennzeichen dran geht, ne? Okay, verstehe. Deshalb meine ich, also keine Kratzer, sondern einfach Kennzeichen hinter. Hab ich verstanden, ja. Bin gleich wieder da. Also Kennzeichen muss man Schraubi machen, mit Schraubenzieher. Oder Grätsche, also so Grätsch, weißt du, so Grätsche. Ich meine, ich kann auch selber machen, dann spare ich Geld. Ey Bruder, was geht, bist du neu da? Nee, ich bin nicht neu da. Also, du siehst mir so aus, als würdest du arbeiten, Bruder, weil du hängst mit denen so ab, weißt du? Da ist auch kein Auto. Ey Bruder, könnt ihr draußen GTR, die rote? Ja, das ist meiner. Ich hab gewusst, dass deine ist, weißt du warum? Warum? Weil du genauso ausschaust wie einer, der so rote GTR fährt, Bruder. Genauso schaust du aus, Bruder. Aber passt richtig gut zu dir. Also, ich hab, wie ich da reingekommen bin, dachte ich mir so, oh, dem gehört der Auto. 100% gehört der dem Auto. Also, ja, auf jeden Fall, Bruder, du bist Besitzer. Ey, was hast du bezahlt dafür? 308.000. Na, warte, Bruder, und ey. Tuning habe ich quasi auf Freundschaftsbasis vergünstigt bekommen. Ah, Bruder, kriege ich ja auch Freundschaftsbasis vergünstigt. So, dann kannst du hier mal eine Nussflasche rausnehmen. Ey, Bruder, wir sind doch Freunde, oder? Mach mal Freundschaftsbasis vergünstigt, bitte. Und noch einen Werkzeugkasten. Ja, auf Freundschaftsbasis? Sag mal so, ich habe zu dem Zeitpunkt hier selber gearbeitet, deswegen habe ich Rabatt drauf bekommen, aber jetzt will ich also, wieder bewerben. Ja, aber wir können ja trotzdem so Freundschaftsbasispreis machen, weißt du, so schwarz unter Hand, der muss ja nicht Rechnung schreiben. Ey Bruder, wenn du fertig bist, mach alle ohne Rechnung, okay? Mach schwarz, ich zahle einfach so, ich gebe dir Trinkgeld dafür, wenn du schwarz machst. Verstehst, wir machen so. Ich zahl ohne Rechnung, dann hast du besser fair und ich besser fair, weißt du? Kriegen wir beide mehr Geld, so musst du dich an Chef abdrücken. Ich hab das gehört, einfach. Du brauchst noch ein Blechschäden noch, ne? Für Ersatz, sollte mal wieder kaputt gehen. Was? Ich hab einen Werkzeugkasten gekriegt. Also passt schon, ich hab schon einen Werkzeugkasten und Nussflasche, warum? Was Brechschäden? Wo ist Brechschaden, Bruder? Wo man da nochmal so extra was reinbringen kann, Fred, oder? Lukas so, an dem kannst du extra. Werden? Wo kannst du da extra Blech anbringen, Bruder? Was ist da los? Na, wo? Na, wo na, denn? Na. So meine ich nicht. Ja, wie? Ey Bruder, spreche ich Chinesisch, ich verstehe nichts, Bruder. Was anbauen an Auto? Ach so, diese. Ach, du meinst die, das ist ja Backblech ist das, Bruder. Backblech. Die nennt man auf Motorrad ein Backblech hinten drauf, weil große Backblech, weißt du? Verstehe. Ja gut, muss ich eh machen, weil man Kennzeichen nie so schön guckt. Boah, 1 und 2, Bruder. Boah, walla. Ja, so, bei mir dann haben wir es schon. Ja, Bruder, ohne dann Rechnung, schreib einfach so. 3,5 für den Werkzeugkasten und 2,5 für die Nussflasche. Ja, wie viel ohne Rechnung, Bruder? Wir machen schwarz. Wie viel? 8.000. Ja, aber ohne Rechnung, meine ich jetzt, wenn du so Steuer abziehst, weißt du? So Freundschaft, ja, weißt du, so Freundschaftsbasis. Komm, wir machen 5, okay? 5, okay? Also, ich mach den Spezialpreis, 6.000. Ja. Walla, okay, mach ich. Direkt, Bruder. Okay, weil du bist 5,5. Na, jetzt ist es zu spät, nehmen wir mal die 500 als Trinkgeld, okay? Nimmst du? Okay, schon nehmen? Dankeschön. Ja, Bruder, dankeschön. Siehst du, es geht immer was, weißt du, es geht immer was. Du bist der kleine Schlawiner, darfst du sicher nicht, aber wir machen trotzdem, Bruder. Wir machen trotzdem, siehst du, so funktioniert das. Ist jetzt dran, ne? Kennzeichen. Gut, Bruder. Ah, geil. Geil, Bruder, danke. Ehrenmann, richtiger Ehrenmann, Bruder. Top, top. 5 von 5 Sternen, gute Bewertung. Ey, Bruder, bevor ich gehe, ey, Bruder, ich muss so dringend scheißen. Kann ich auf eure Toilette gehen, bitte? Aber gut abspülen, bitte. Walla, ich hab so Brechdurchfall, ich bin gleich da. Frisch von Toilette. Oh, warte, ich muss was essen. Uiuiui. Upsala. Wisst ihr, was nämlich das Ding ist? Wer von euch im Chat kann sich noch daran erinnern, wo ich das mit Xucker mal angesprochen habe? Schreibt mal eins in den Chat, wer das noch weiß. Xucker. Na, wer kennt den Stoff noch? Den Zuckersatz? Wo ich richtig geil drauf anspreche, mit dem Klo gehen. ja, Schandl hat solche Knoppers gekauft, wo das anscheinend drin ist. Ich habe heute eins davon gegessen. Ich laufe heute schon den ganzen Tag aufs Klo.
Na, wo das soll der herkommt? Nee, aber so, Alter, ich krieg davon, alter Bruder, ich muss da so die Flitzen haben von dem Ding. Nee, das ist echt krass. Ich habe eines davon gegessen. Und ich habe vor, ich glaube, 2 Tagen auch eins davon gegessen. Also ich muss den ganzen Tag aufs Klo, wenn ich eins davon habe. Es ist unglaublich. Also wenn ihr mal Verstopfung habt oder so, haut euch Xura in die Fresse. Das ist nicht künstlich, das ist Natur. Das haut euch in die Fresse. Nee, also das ist echt heftig, Alter. Das ist wirklich heftig, Bruder. Jetzt geht's wieder. Ich habe gerade hier alles so oben zugeschissen. Oh, wo ist mein Bike? Ah, da hinten. Ey, Bruder, da würde ich erstmal 5 Stunden nicht mehr reingehen. Würde ich allein lassen, der Klo. Oh nee, was ist hier los? Ey, Brudi. Was denn? Weißt du, wo Anmeldestelle ist? Ich muss gucken, ob Ding angemeldet ist. Ja, fahren Sie in der Mehrheit. Okay, danke. Und dann gucken, wer das ist, weil das... Ich habe noch nie einen mit silbernem Maybach gesehen. Oder ist das ein... Ist das ein... Was ist das? Bedenkt, wir müssen auch eine Geisel suchen. Ah, ich habe meine Maske habe ich nicht auf. Das hätte ich jetzt mitgenommen. Aber der steigt, glaube ich, auch nicht aus. Ah, da runter. Ah, weißt du schon wieder, da vorne, gell? Da ist. Ja, ja. Ey, Bruder, danke, da vorne ist, ne? Bitte schön. Danke, danke, tschüss. Auf Ehrenbruderbasis. Not Kevin als Kennzeichen, so heftig. Wenn wir jetzt einen Helm drüber ziehen und dann steht einfach Not Kevin auf dem Kennzeichen und dann steht Kevin Hartmann. Schon cool. Aber die Cops sehen es ja trotzdem, wenn ich das Kennzeichen abmontiere, sehen sie das ja im Dings, im Radargerät. Dann wissen sie, oh, es ist nicht Kevin. Es ist jeder, nur nicht Kevin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Jetzt muss ich mich nochmal umziehen gehen, weil jetzt die Leute mich ja so erkannt haben. Kann ich das jetzt eigentlich... Ja, gut, ich kann es noch abmontieren. Muss mich aufpassen, dass ich nicht zu viel mit dem Fahrzeug jetzt fahre. Und ich muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich das Kennzeichen noch abmontieren kann, muss das Fahrzeug 100% in einem Originalzustand bleiben. Das heißt, es darf nicht, ich wiederhole, nicht irgendwie einen Kratzer reinkriegen. Sonst kann ich das Kennzeichen nicht abmontieren. Lass mal gucken. Ich überlege, was soll ich mir anziehen? Entweder ich ziehe mich jetzt irgendwie richtig dumm an oder ich ziehe mich richtig high professional an. Oh, ich weiß, was ich mir drüber ziehe, Leute. Kennt ihr, warte, ist das nicht eh hier? Das müsste doch hier sein. Ist das dieses T-Shirt? Diesen Taxi-Unternehmen drauf? Nee, das ist nicht das. Es gibt so ein Taxi-Shirt, gibt's. Das wäre mal geil. Ich glaube, ist es das hier? Nee. Ist ja nur offen. Wollt ihr mir sagen, wir haben über 400 Oberteile mittlerweile? Ach du Kacke. Einfach ein Reed-Shirt drüber. Genau. Kann man den Stream nachschauen? Nö. Den kann man bei mir nicht nachschauen. Aber ich kann den mal zusammen Cuts machen. Finde ich auch nicht schlecht. Ah, hier ist es. Hier, das hier meinte ich. Mal, seht ihr das mit dem Taxi-Shirt? Das ist schon geil. Oder hier on fire, Alter. Da mit einem Bankraub. Oder hier sowas. Damit hat noch keiner Bankraub gemacht. Ich schwöre. Ich frage mich, welche Marken sie da verarschen. Da muss doch irgendeine Marke geben, die so verarscht wird. Das erinnert mich so ein bisschen an Ed Hardy. Das hier. So Ed Hardy-Style. Ja. Paris, Tokio. Le Chien. Aber das meine ich. Dieses Taxi-Shirt hier wäre wild, oder? Wäre richtig wild. Überlege ich, soll ich das anziehen oder soll ich mich wirklich high professional anziehen? Gucken wir mal. Oder ich ziehe mich halt wirklich komplett so black an. Das ist der Sound, dann gehe ich mir ein bisschen mehr unter in der Menge. Aber Taxi-Shirt ist wild, oder? Schauen wir, was die Leute schreiben. Ja, wild, ne? Dann mit Taxi fliehen. Ich guck mal. Ich mach sonst hier, zack, den hier. So, Arme. Muss da gucken, dass ich die richtigen Arme habe. So komisch es sich anhört, aber das ist sehr wichtig. So, das sind die richtigen, glaube ich. Ja. Jetzt Oberteil, Untershirt, die 5 war das, ne? Oder 15? 15 war das, glaube ich, ne? Dass du kannst. Sonst muss ich die Kette wegnehmen, leider. Ach, die arme Kette, muss leider dran glauben. Dafür ein wildes Shirt, Alter. Dafür ein richtig wildes Shirt. So, jetzt noch eine geile Hose drüber. Alter, wie das aussieht, ne? Bruder, wie ich aussehe. Vielleicht noch die kurze Hose dazu, nur Sandalen. Das sehe ich aus. Einmal im Urlaub.
wenn Almon Urlaub macht. Genau diese Hose und jetzt noch einmal auf. Damit keiner draufkommt, dass ich Kevin bin, Alter. Ich mache Almon Urlaub. Gibt's hier Sandalen mit? Ja, hier. Ne? Die, ja, das hier. Sind zwar keine Sandalen, aber es sind Hausbatschen. Ey, ich sehe so heftig aus. So Ketten brauchen wir keine. Rucksack. Weiß nicht, wo ein Rucksack? Nee. Ja, sieht aber wild aus. Richtig wild aus. Arme, Hose, Schuhe, ich glaube, ich habe alles. Wobei, extra gucke ich nochmal drüber. Vielleicht irgendwas Lustiges gibt's noch? So drüber ziehen? Nee, ne? Eine Bikerkutte könnte ich noch drüber ziehen, aber wäre ich umgebracht von Bikern. Wobei, der hilft mir ja, das sieht hier nicht gut aus. Nee. So, ja, ich nenne es Taxifahrer. Gucken wir mal. Wobei, an der Tankstelle vorne sind meistens Leute alleine, weil sie allein tanken gehen natürlich. Sonst Palito, guter Anhaltspunkt, da sind oft Leute allein, da habe ich letztes Mal ja auch wen allein gefunden. Ja, gucken wir mal hier. Ob da irgendwo wer zum Einsnacken ist, aber sieht nicht so aus, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ja, da müssen wir nach Palito hoch. Oder ich warte hier. Oh, da kommt einer, guckt. Ich sag doch, da kommt einer. Aber da kommen mehrere. Wenn das jetzt ein Cop ist. Ist das ein Cop? Snack ich mir den schnell? Ich glaube, ich snack mir den schnell. Ja, warte, ich hole gleich meine Waffe raus. Oh ja, den snack ich mir. Den snack ich mir aber ganz schnell. Oh nee, ich komme da nicht rüber. Oh nein! Nein, ich passe da nicht drüber. Oh, warte. Der ist reingerannt, ne? Walla, du nimmst jetzt deine gottverdammte Namen in die Höhe. Komm, mach Höhe. Höhe die Hände. Mache die Hände in Höhe. So, jetzt drehst du dich um. Du drehst dich um. Du rufst niemanden an. Du bleibst ruhig, ja? Und du schreist jetzt auch nicht. Du schreist jetzt auch nicht. Halt die Fresse, okay? Einfach ruhig bleiben. Alles gut. Verstehst du mich? Kannst du mich hören? Ja. Nicht, dass du einen Herzkasper kriegst. Geht's dir gut? Wie alt bist du denn, Bruder? Kein Herzkasper bekommen. Ist alles gut jetzt. Chill mal ein bisschen. 80. Ach so, Bruder, was machst du denn mit dir? Bruder, wenn ich dich mitnehme, fliegst du vom Motorrad runter, Bruder. Warte, ich mach dir kurz Kabelbinder dran, verstehst du? Ja. So, pass auf, ich mach dir Kabelbinder an, ich trag dich jetzt weg, du sagst nichts, du schreist nicht, du tust nichts, ich trag dich kurz wohin. Aber, ich will noch nicht sterben. Bruder, du musst nicht sterben, wenn du deine Fresse isst, du hast Fresh, okay, du musst nicht sterben, alles gut. Ich nehm dich nur mit, ich nehm dich mal mit. Wir machen heute Hausparty bei mir zu Hause. Ich habe heute Geburtstag und leider habe ich keine Leute, die gekommen sind, weil ich unbeliebt bin, Bruder, weißt du? Jetzt, warte, ich bin gerade hier im Berufsverkehr. Jetzt muss ich gucken, wie ich dich da wegbekomme, Bruder, weil jetzt muss ich gucken. Das ist jetzt keiner, ich muss ja noch die Sachen abnehmen, weißt du? So, wir machen hier hinten, da ist keine Sau. Da sollte uns keiner stören. Aber warum fragen Sie nicht einfach? Ja, Bruder, weil keiner kommen will zur Party, weißt du? Will ja keiner kommen, Bruder. So, stelle ich mal hier eine Wand dahinter hin. Guck. So, ich such dich jetzt. Hast du irgendwas dabei, was ich gebrauchen könnte, weißt du? Bruder, was hast du? Aha, das nehme ich mit. Walla, was hast du für Tabletten da? Ich hatte einen Herzinfarkt. Ja, gut, das ist nicht gut. Bruder, dann nehme ich aber dir die Rubellose, ja? Warum? Du wolltest gerade Rubellos kaufen, möchtest du gerade nicht gestört bei Rubellos kaufen, ne? Sicher, hundertprozentig. Ja, muss ich ja Geld bekommen. Na, guck mal, vielleicht hast du ein gutes erwischt, dann 1000, warte, lass mal gucken. Ey, warte, ich hab verloren, wäre lustig gewesen, hätte ich jetzt gewonnen, Bruder, weißt du? So, wir fahren jetzt wohin. Bekommen? Weh, was? Jedes Geld. Ja, du kriegst jetzt, du hast kein Geld, da war nichts, Bruder, da war nichts. Ich ruf nur ganz schnell wen an. Weißt du, wir suchen dich schon den ganzen Tag, Bruder, alles gut. Wer sucht für ihn? Na, nix, du bleibst jetzt stehen in der Ecke, du sagst jetzt mal nix. Moin, Brudi. Ich wollte gerade schreiben. Ja, Bruder, ich habe gerade den mitgenommen. Ich habe jetzt eine Geisel. Ich würde dann jetzt dann hochfahren und das alles starten, ja? Okay, welche ich durch. Telefon komme? Ja, warte, welche denn? Sag mal Nummer. Ich machst du 69.69. Machen wir. Ich komme rein. Gut. Okay, bis gleich. Bis gleich. Walla, alles gut. Du brichst jetzt nicht zusammen. Du musst mir heute noch helfen, ja?
Jack, Jack. Hallo, Dash, Dash. Warte, hab ich falsch eingetippt oder was? Egal. Ist doch richtig, 69.69, ist doch richtig. Ey Bruder, pass mal auf. Hör mir jetzt zu, ja? Bevor wir jetzt irgendwas machen. Verstehst du mich? Yeah. Du bleibst jetzt ruhig, du kriegst keinen Herzinfarkt, okay? Du musst mir helfen heute. Nicht zusammenbrechen. Hilf mir. Ja. Jack funktioniert. Pass mal auf. Hast du alles Werkzeugkasten, NOS und so weiter? Ja, warte, ich hab alles. Alles dabei, was ich brauche. Alles. Perfekt, ich hab auch NOS dabei. Gut, dann sei einfach bereit auf Bereitschaft. Ich fang gleich an. Jo, bin ich. Der Bruder, wo hast du den Helm? Den will ich auch haben, weißt du? Komm, du kommst jetzt mit. Ey Bruder, folgendes, du musst mal, schau mal, du musst mir helfen, nämlich folgendes. Wir fahren nämlich heute zu einer Ausstellung. Da musst du ein paar Sachen für mich einsammeln, ja? Welche Ausstellung? Warte, du hilfst mir heute, verstehst du? Verstehst du? Hallo, verstehst du mich? Kannst du mich hören, ja. Bruder? Ich will nicht jetzt, ich muss ja mit dir reden, weil du kannst jederzeit zusammenklappen. Ich will nicht, dass du jetzt zusammenklappst, Bruder. Du musst mir helfen. Ja, aber warum helfen? Ja, weil ich allein bin. Ich habe keine Freunde, weißt? Wie ich gesagt habe, wir machen heute Party und weil keiner gekommen ist, muss ich die mitnehmen. Aber warum bedrohst du mich mit der Waffe? Ja, Bruder, weil ich... Geburtstagsparty. Ja, Bruder, weil so ist, ist halt so. Gibt Sachen, die macht man, und es gibt Sachen, die macht man nicht. Die Sache mache ich, ja, Bruder, warte, da vorne ist, glaube ich, Polizei. Ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. So. Ey, Bruder, kennst du Julienko? Wen? Bruder, der hat ein Kind bekommen. So mit Bibi, weißt du? Mit Bibi Langstrumpf, kennst du nicht? Die haben ein Kind bekommen, Bruder. Aber ich glaube, jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Aber wollte dich nur informieren, Bruder. Vielleicht kennst du noch nicht. Die hat einen Affen. Ey, was für ein Affen? Ja, die Pipi. Achso, nix Pipi Langstrumpf. Die Pipi. Naja, egal, gut. Diese Beauty Palace da, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Was ist mit der? Ja, die hat der Pipi Langstrumpf bekommen. So kleine Kind. So, warte. Du wartest jetzt hier, ich mach das Ding fertig, ja? Warte mal ein bisschen, so. Weißt du, ich muss voll auftanken, dass wir da alles gut machen, weißt du? So. Alles gut? Gut. Und dann kommst du jetzt mit. So, jetzt fahren wir aber, ja? Bipi. Und keinen Mucks machen, ja? Du weißt, du musst mir helfen. Du machst jetzt keinen Mucks, du hilfst mir. Wenn du irgendwas falsch machst, dann kriegst du automatisch Herzinfarkt, weil ich Waffe raushole, verstehst du? Ja, okay. Ja. Okay. Du verstehst. Ja. Aber hier ist keine Party. Doch, da ist Party, glaub mir, da ist Party. Ah, schau, Polizeimotorrad ist da, guck. Wir gehen da jetzt rein und der macht jetzt hier Stress. Meine Freunde. Na, nix deine Freunde, komm. Doch, meine Freunde. Also, du gehst jetzt da nach vorne, verstehst? Du gehst jetzt da vorne hin, du verstehst mich? Verstehst du? Komm, vorne dahin. Ja. Du gehst dahin und du rennst jetzt, Bruder, du musst rennen, ja, genau so. Du bleibst jetzt hier stehen, verstehst? Du bleibst jetzt hier stehen. Ja, ist okay. Ja. Pass auf, ich mach das jetzt. Weißt du, ich bin ein Profi drin, ich weiß, wie das geht, ich bin Border, Bruder. So, ich mach das auf. So, wir gehen jetzt gleich rein, ja? Wenn wir unten sind, unten ist Tresorraum, verstehst du? Ja. Ja, wenn du unten Tresorraum ist, hilfst du mir. Du bleibst immer schön bei mir, verstehst? Warum blubbert das? Ja, weil so ist. So, stell dich neben mich. Stell dich neben mich, komm. Ja, hinstellen. Ja. Keinen Mucks machen, ja? Kacke. 5, 2. Hä, ich war doch gerade drauf. Mann, der macht immer genau dann weg, wenn ich draufklicke, ne? Was piepst du da? Ich piepst doch nicht, alles gut. Ey, du sagst, wenn was kommt, ne?
Ja. Das ist der Sound auf die Spende. So, da ist er. So, jetzt endlich, Alter. Ach komm, ich war noch nie so schlecht im Hacken. Okay, gut. So, wir sind jetzt da drin, verstehst? So, wir gehen jetzt da rein, verstehst du? Da rein, da rein, da rein. Da rein, da, ja, verstehst? So, ich guck jetzt nochmal, ob du was dabei hast. Weil wenn du jetzt irgendwas dabei hast, ich muss dich nämlich gleich loslassen. Hast du auch schon, oder? So, ich guck mal, hast du schon nichts dabei, ne? Wasch, komm, weiter. Hey, was hast du gesagt? Gestartet hast du schon, oder? Ja, ja, ich bin schon am Starten. Ich bin schon gleich im Tresorraum unten. Okay. So, Bruder, du hörst mir jetzt zu. Du hörst mir jetzt zu, okay? Folgendes. Ich mache hier jetzt gleich diese Dinge auf, ja? Vorne ist da nochmal Tür, die muss ich nochmal aufschweißen. Schwarzen Lambo mit rotem Perleffekt, ne? Alles klar. So, wenn wir da reingehen, mache ich dir deine Schnürsenkel hinten auf. Also deine Gabelbinder mache ich dir auf. Dann hilfst du mir beim Reintragen. Du machst vorne, da sind ganz viele Geldscheine. Du machst vorne die Geldscheine. Und wenn du mit Geldscheine fertig bist, kommst du zu mir. Dann ist hinten mehrere Geldscheine. Kommst du zu mir nach hinten und nimmst diese dreckigen Boxen mit, die da hinten links dann stehen. Verstehst du? Wenn du was falsch machst, knall ich dir den Schädel weg. Ich schwöre dir, ich mach das. Aber welche dreckigen Boxen? Nein, das sind Boxen, da sind Sachen drin. Da sind Goldbarren sind da drin, die Boxen. Oder Diamanten oder so ein Scheiß. Bruder, du machst einfach das, was ich dir sag, okay? Verstehst du? Oder willst du hier heute sterben, Bruder? Willst du heute sterben? Ist auch kein Problem. Nein, lassen. Ja, aber du hast eh nicht mehr lange auf der Uhr, so wie du ausschaust. Die Uhr tickt und tickt. Du hast noch ein paar Jahre und dann ist gut. Du hast schon mal dein Leben genießen, so am Ende des Tages. Alter, Bruder, ich hasse diese Hacking. Was ist da los, Bruder? Was für Hacking? Na, da, ich hacke da gerade, aber der macht gerade, der macht auf 31er, weißt du? Der macht auf 31er, der will heute nicht. Bruder, bist du noch da? Warum sollte ich nicht mehr da sein? Ja, weil ich da gerade konzentriert bin, red mit mir die ganze Zeit. Ich will nicht, dass du hier weg bist, weißt du? Warte, wo ist hier? Oh, Bruder, ich finde die 9352 nicht. Komm, mach ich nochmal neu hier. Wo ist denn jetzt? Die 44 finde ich, komm. Wallah, meine Augen werden nicht besser. Die werden von Zeit zu Zeit schlechter. So ähnlich. Du bist auch alt. Wallah, wenn ich dich da ranlassen würde, Bruder, dann würden wir eine Stunde sicher sitzen, Bruder. Hast du Brille zum Gucken eigentlich, oder geht's so? Wenn ich Auto fahre, brauche ich eine Brille. Also, gut, dann bist du, Hab ich immer dabei. Dann bist du weit oder kurzsichtig, doch, Bruder. Liegt im Auto. So, jetzt kommst du mit, verstehst du? Komm her da, schnell. Ja. Du machst hinten die erste, siehst du da die erste Geldscheine da? Ja. Ja, die nimmst du mit. Dann gehst du zu mir nach hinten, nach links und nimmst da die Sachen mit, aber ganz hinten. Nicht vorne die Scheine, sondern hinten, verstehst du? Ja. Ja, verstehst du. Ja. So, rein, 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 rein da. Komm, komm, du machst da vorne, ich mach hinten, ja? Und du gehst dann hinten an die Goldbarren, verstehst du? Ja. Ja, machst du. Wenn du einen Fehler machst, dann knall ich hier. Ja, bitte nicht. Lass ja, sonst... Sonst machen wir hier Ende Salami. Dann machen wir hier gleich Salami-Party. Aber wo ist jetzt die Party? So, Bruder. Ja, da ist doch die Party. Mein Gott, wir sind doch schon hier. So, du nimmst schon die Goldbarren hinten, verstehst du? Ja, jetzt ist doch okay. Nein, weil du alt bist, du verstehst nicht. Du musst die Goldbarren dann nehmen, verstehst du? Weil ich hatte letztes Mal einen da drin, der hat nicht genommen. Ja, ich bin anders als die anderen. Ich bin Helmut. Ja, dann hoffentlich bist du auch so hell und mutig, so wie du dich anhörst. Genau, jetzt machst du hinter die... Was machst du? Komm, mach schneller, Bruder. Mach schneller, Bruder, mach schneller. Was ist denn los? Ja. Nicht so langsam. Walla, du machst doch zu langsam. Machst du mit Absicht, oder was? Nein. Ja, so wirkt das nämlich, Bruder. So wirkt das. So, wenn du fertig bist, bleibst du neben mir stehen. Verstehst du? Ja, verstehst du? Nee. So, ich nehm ihn nochmal mit, ja. Ich hoffe, das geht sich aus, Bruder. Das muss ich jetzt noch ausgehen, Bruder. Wir haben noch 59 Sekunden, ja, auf Uhr. Dann macht ihr gleich Giftgas da rein, musst du aufpassen. Ich glaube, das geht sich nur aus. Allergisch. Ich bin, Bruder, ich bin auch dagegen allergisch, alles gut. Nichts Schlimmeres, was ich hatte... Was soll ich jetzt machen? Ja, Walla, wenn du jetzt fertig bist, kommst du zu mir und wartest bei mir, okay? Ich stimme dich dann gleich wieder fest, ja. 29, so, jetzt haben wir genug, jetzt gehen wir raus, ja, verstehst? Raus, was da, komm. Was haben wir da jetzt geholt? Ja, das haben wir jetzt geholt, komm. Raus da, verstehst du? Für die Party.
Für die Party, ja. Das kommst du hier hin. Jetzt nimmst du den scheiß Rucksack weg. Gibst mir die ganzen Sachen. Die gibst du mir jetzt. Ja. Und dann nehme ich dich gleich wieder fest, verstehst du? Ja. Ja, verstehst du schon. Alles, was du jetzt hast, Bruder, sonst nehme ich sie dir selber, aber ich überprüfe dich dann nochmal. Aha. Und die andere Sachen? Gut. Schau nochmal, was du dabei hast. Man kann alten Menschen nicht trauen, komm. Ich suche dich nochmal, komm. Ja, die Chicken Nuggets, die hast du aber jetzt geklaut da unten, ne? Nein! Nicht genau gesehen. Bruder, wenn du jetzt was essen willst oder was trinken oder deine Tablette nehmen willst, dann mach das jetzt, weil ich nehme dich dann gleich wieder fest. Ja. Ja, dann isst oder trink oder was weiß ich, was du jetzt machst. So. Ja. Mach zack, zack, ja. Komm. Ja, ich hab doch schon. Hast du jetzt, gut. Wenn du hast, dann mach ich dich jetzt nochmal Kabelbinder. Mach ich dran, so. Aber nicht so fest. Nein, nicht so fest. Sonst nehme ich dich in den Schwitzkasten, dass wir schön zusammenbleiben, ja? Wir bleiben jetzt schön zusammen. Du brauchst jetzt nicht zusammenbrechen oder so. Ich mach nur einmal einen Schuss, ich muss nur auskommen und dann haben wir ein Problem. Aber ich mach das jetzt draußen, okay? Wir klären das jetzt mit Polizei und wenn die gut macht, dann ist bei dir auch alles gut, verstehst? Guten Tag, Herr Kommissar. Servus. Bin ich da richtig in der Annahme, dass der Herr in Ihren Händen nicht ganz freiwillig bei Ihnen ist? Nein, der Bruder hatte Grazi an Schniedelwutz und musste rein und hat geguckt, was los ist, weil er so alt ist. Jetzt hat er geguckt, war da ein bisschen Grazi an Schniedelwutz drin gemacht. Jetzt kommen wir wieder raus und ist alles gut. Warum so eine Frage? Natürlich hat er Grazi am Schniedelwutz. Mich juckt's. Sehen Sie? Und ich helfe ihm dabei, Bruder. Ich helfe ihm dabei. Das ist eine Therapie für ihn. Das ist die Geisel-Schniedelwutz-Therapie. Ich bin damit sehr bekannt geworden in russische Umkreise, so auch in italienische Umkreise. Ich mache sehr viele Situationen mit Geisel-Schniedelwutz. Verstehst du? Ja. Ja. Nein, ich mach das human, da brauchst du keine Salbe, Bruder. Da brauchst du keine Salbe. Ich mach das ganz human, siehst du, dem geht's gut. Geht's jetzt besser mit Schniedelwutz? Ist besser jetzt, oder? Schniedel. Ja. Jetzt ist das Jucken weg, jetzt bist du nämlich abgelenkt. Wissen Sie, das Ganze funktioniert mit einer Ablenkung. Wenn's kratzt, wenn man weiter kratzt, weil juckt, dann kratzt mehr, verstehst? Wenn du abgelenkt bist, zum Beispiel wie in dieser extremen Situation, die wir jetzt hier gerade haben, dann juckt nicht mehr, dann tust du nicht mehr kratzen, weil du so abgelenkt bist von der Gesamtsituation. Du bist dann unzufrieden, möchtest nach Hause, möchtest deine Familie wiedersehen, weißt du? Und seitdem nichts mehr juckt und Schniedelwutz. Jetzt ist gut. Also geheilt der Mann, der ist jetzt geheilt. Das ist eine gute Überlegung, dass er ja seine Familie wieder sieht. Was? Nein, das ist natürlich, also wir machen doch nur Therapie hier drin, wir machen Therapiestunde in Bank. Nichts anderes, war Therapiestunde. Dem Herrn geht's gut, der hat nur Schniedelwutzjucke gehabt. Und ich hab geheilt und jetzt geht ihm wieder gut, oder? Der geht gut. Nix mehr Jucke am Schniedelwutz jetzt. Nur noch ein bisschen. Noch ein bisschen, sehen Sie, aber ist schon fast geheilt. Nächste Woche machen wir nochmal Therapiestunde in andere Bank und dann ist besser. Dann rufen wir uns wieder zusammen, okay? So, bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Was ist ein großer Aufstand hier? Was ist da los? Wir haben einen stillen Alarm von der Bank gekriegt. Ja, weil der Herr über das Schniedelwutzkabel gefallen ist. Hier. Ja, das Problem ist, wir haben eine Schniedelwutzmaschine da drin, die muss man anstecken und ich habe da die andere Kabel ausgesteckt. Da war höchstwahrscheinlich Alarmanlage so drin, irgendwas so Kabel. Und ja, die Schniedelwutzmaschine sitzt da drin, das ist diese Schniedelwutzheilmaschine, da steckt man Schniedelwutz einmal rein. Es hört sich jetzt komisch an, ich weiß, es ist auch für mich sehr komisch. Und dann ist geheilt der Schniedelwutz, wissen Sie. Ah, okay. Ja, funktioniert. Funktioniert aber, Bruder, funktioniert. Und jetzt glaube ich habe falsche Kabel abgezogen. Wissen Sie was, Schniedelwutzmaschine, die läuft noch. Ich kann sie abstecken, wenn Sie wollen. Ja, wie gesagt, wir haben halt einen stillen Alarm gekriegt und müssen halt gucken, was hier los ist. Ja, natürlich müssen Sie gucken. Natürlich müssen Sie gucken, natürlich. Keine Probleme. Ich habe damit auch kein Problem. Wie gesagt, aber wenn Maschine kaputt ist, ich kann auch abstecken und andere wieder anstecken. Ja, vor allem, wenn Sie halt dem Herrn eine Waffe an den Kopf halten, müssen wir halt davon ausgehen, dass der Herr nicht so ganz freiwillig da ist und... Ja, ich kann ihn gerne loslassen, wenn Sie das wollen.
Aber ich muss dann halt ganz schnell zu Termin. Aber Frage ist, wann kann ich? Wann kann ich zu Termin? Weil sie wollen jetzt aufhalten. Aber ich habe nächsten Termin. Nächster Termin in Kirche. Pfarrer Schniedelwutz. Problematik. Ich muss hin. Wann müssen Sie denn da hin? Geben Sie mir mal eine Zeit. Bitte? Wann müssen Sie denn da hin? Geben Sie mir mal eine Zeit. Ja, jetzt dann. Ich muss dann los. So in 5 Minuten. Nächster Termin. Können wir uns darauf einigen, Sie können hier weg. Ich sehe ja. Den Herrn wieder und komme pünktlich zu Ihrem Termin. Was haben Sie gerade gesagt? Kannst du ja wiederholen? Ich verstehe gerade ganz schlecht. Nee, ich verstehe gerade. Ich verstehe Sie nicht. Ich höre gerade selber nicht viel. Ja, ich verstehe Sie schlecht. Jetzt ist besser. So, nochmal. Wir machen das jetzt so. Dass Sie pünktlich zu Ihrem Termin kommen. Sie können mir den Herrn gleich geben. Dann können Sie ohne irgendwelche Komplikationen, ohne einen Plattenreifen zu kriegen oder ähnliches, einfach hier wegfahren und können zu Ihrem Termin. Direkt jetzt so. Wenn Sie mir 2 Minuten geben würden, würde das. Ja. Dann will ich aber wirklich hier weg. Ich möchte keine Reifenblatt, ich möchte ganz normal weg. Ich möchte einfach hier, dass es kuschelig ist. Ich will es ja kuschelig haben, okay? Ja. Einfach nicht so viel Stress, alles gut. Keine Platz hier in Reifi, keine Problematik, dann ist gut, bin ich happy. Das wird kein Problem, wenn Sie. Gut, dann machen wir, Dass ich den Herrn halt kriege, halte ich auch mein Wort. Ja, okay, machen wir so. Machen wir Waffen-High-Five. Ich kann gerade nicht, weil ich gerade Waffe in Hand halte. Aber machen wir High-Five, okay? Machen Sie nichts Falsches. Na, wir machen nichts Falsches. Ist doch gut. Du bist bald geheilt, Bruder. Alles bald gut. Wie heißen Sie? Dann geben Sie mir jetzt 2 Minuten. Thomas Berkowitsch. Oh, jetzt habe ich meinen Namen gesagt. Mein Name ist, falls Sie mich suchen, auf Google. Thomas Berkowitsch. Schniedelwutz-Experte für juckende Schniedelwütze. Ja. Das ist kein Witz, auch wenn es ein Wutz ist. Kann ich weiterempfehlen, wenn ich irgendwas sehe. Bewertung 5 von 5 Sternen. Ich würde das einmal weitergeben. Mein Kollegen, geben Sie uns 2 Minuten, dann können Sie hier so. Ja, ich warte 2 Minuten. Ich gehe dabei rein, ich warte dann, okay? Oh, das wird lustig. Das wird richtig lustig. Bei mir ist noch alles okay. Ich verhandle gerade. Ist okay. Geht aber in 2 Minuten los. Thomas. Was los? Ja, aber. Bruder, ich dachte schon gerade weiß, dass die haben mich gestürmt oder so. Was ist mit der Partie, was? Du sagtest. Geburtstagsparty, du hast Geburtstag. Wir wollten feiern gehen. Na Bruder, ich hab dich angelogen. Ich hab gar nicht Geburtstag. Ich brauchte einfach nur einen Mann wie dich, damit ich hier rein kann und wieder raus, verstehst? Wir müssen aber hier dann gleich weg. Bruder, aber dir geht's gleich wieder gut. Schau, wir machen aber Party, haben trotzdem gemacht. Wir haben viel eingesteckt, viel mitgenommen. Hat doch Spaß gemacht, oder? Ich weiß nicht. Ja doch, sei mal ehrlich, Bruder. Es hat doch Spaß gemacht. Sei doch mal ehrlich. Hat doch richtig heftig Spaß, Bruder. Hat doch, also Daumen nach oben, so, weißt? Hat doch Spaß gemacht. So viel Fun hattest du hier schon seit langem nicht mehr. Ich hab Todesangst. Oh, Bruder, muss ich keine Angst haben. Nein. Bruder, alles gut. Du findest eine hübsche junge Dame irgendwo. Irgendwo auf dem Meer, Bruder. Machst du ein bisschen Urlaub? Gehst du hübsche Dame suchen, weißt? Gibt viele hübsche Damen da draußen. Nicht so alte Oma, sondern junges Mädchen, weißt? Gibt sicher junge Mädchen, die auf alte Sack mit viel Geld. Hast du viel Geld? Ich mach gute Arbeit. Na gut, dann hast du kein Geld, wenn du gute Arbeit machst. So, wie sieht's aus? Können wir raus? Wenn Sie wollen, können Sie los. Dann geben Sie den Herrn zu mir und Sie können los. Ich würde Sie gerne überzeugen, hier liegen nirgendwo Nagelbänder. Nein, ich vertraue Ihnen. Ich vertraue Ihnen da schon. Wie gesagt, ich halte mein Wort, wenn Sie Ihres halten. Ich halte meines auch. Gut. Gut, dann der Herr einmal bei dir ist gestartet. Okay. Sag mal ungefähr, in welche Richtung ich kommen soll. Ich hätte probiert, über den Highway zu flüchten, ist wahrscheinlich. Richtung Palito? Ja, gut, oder? Ja, circa, ja. Okay, ich fahr dann von Stadt auswärts hoch Richtung Palito. Ich
welche Seite vom Highway nimmst du? Ja, Bruder, ich bin gerade mit Motorrad fahren, ich kann gerade schwer funken. Okay, also ich hab... fahr Palito. Okay, Planänderung, ich fahr Sandy. Okay. Kacke, da war Kopf bei Sandy. Ernst? Was kannst du denn ernst? Kannst du sagen, wo du hinfährst, Bruder, ich probiere Palito fahren, aber ist gerade schwer. Da war gerade Polizei mitten auf Straße. Okay, dann fahr ich schon Palito. Ich fahre jetzt Area 51 in der Nähe. Also wenn du Palito fährst, ich bin gerade so Area 51 da. Okay. Bruder, ich glaube, ich bin weg, ich bin unter Brücke. Ich gebe dir Standort durch gleich. Okay, dann fahr ja so, dass du safe bist. Versteck dich im Busch oder so. Etwas gehört. Bin unterwegs. Ey, aber Bruder, pass auf, ich habe irgendwo ein Auto gehört. Bruder, wie lange dauerst du noch? 2,4 Kilometer, nicht mehr lange. Okay. Alter. Ich sag doch, muss ein bisschen aufpassen wegen Geschwindigkeit, sonst halten die mich noch an, weißt du? Ja, ja, schon klar. Ich muss jetzt ganz leise bleiben und vor allem hören. Die Cops versuchen mich die ganze Zeit zu verfolgen. Ich muss, es kann noch ein bisschen dauern. Momentchen. Ja, Bruder, halt anders, schon nichts zu verheimlichen, oder? Ja, yeah,
fahren ohne Blaulicht hinterher auf Abstand, weißt du? Ja, dann fahr rechts ran oder so, keine Ahnung. Da bin ich gerade schon. Bist du das? Nein, nein, Bruder. Bleib auf dem Versteck, Bruder. Ich sag dir, wenn ich da bin, warte. Bist du da? Jetzt kann ich fahren, der Kopf ist weg. Der Kopf ist immer noch da, warte mal. Der ist gerade über mich drüber, Bruder. Ich bin gerade über Kopf. Hä? Ist das ein Hund? Ich habe noch einen Joker übrig, wisst ihr? Ich habe noch mal Nitro und ein Bike. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich da unten sehen, ist so gering. Ich bin da so gut versteckt. Da müsste wer direkt dorthin gucken, wo ich gerade bin, oder guckt nie wer hin. Da sind viele Cops in deiner Nähe, Bruder. Der Waller lenkt die ab, fahr weg. Noch 200 Meter. Sind die immer noch hinter dir, Bruder? Was, Bruder? Sind die noch hinter dir? Ich sehe sie nicht. Warte, ich warte erst hier vorne. Du bist unter mir wahrscheinlich, ne? Ja, fahr drüber. Tu so, als wäre da nichts. Fahr einfach weiter und dann schaue ich, ob wer kommt. Ja, Bruder. Sag Bescheid, wenn da irgendwas kommt. Hey Bruder, ich steig ab. Ich verstecke mich irgendwo im Busch, okay? Okay, warte, ich schick dir gleich mal Standort, versuch dann immer da hinzukommen, okay? Warte, fährst du drüber? Nein, aber in der Nähe, Bruder. Warte, ich komm zu dir. Bruder, ich bin an der Seite. Zieh Helm ab, Bruder. Walla, Bruder, wirklich. Die sind ein paar Mal über mich drüber mit den Autos, Bruder. Ich hab so Schiss bekommen. Ja, die sind mir auch ein paar Mal entgegengekommen gerade. Wo standen die da vorne? An der Straße hier? Ja, hinter uns an der Straße, weißt du? Ja gut, dann fahr wir berg, da ist es untergrund. Dann fahr einfach weg von da. Ja, warte, ist Bruder, hier für eine Geschwindigkeit? Da ist schon 100. Okay, dann fahr ich mal Tempel, da könnt ihr mich nicht anhalten. Bruder, sonst noch, warte, wo könnten wir... Wir fahren hier hin, okay? Hier zu Dings hier. Okay, dann mach ich. Ey, Walla, ich schwör, das war gerade, boah. Gute Beute dabei rausgekommen? Ja, Bruder. Das ist gut. Ey, Bruder, theoretisch könnte ich dir geben, außer es ist gerade problematisch. Es ist nämlich sehr viel. So viel? Walla, ich hab 44 Goldflocken, 44 Diamantboxen und
419.000 Schwarzgeld. Also alleine für gute Summe umgekommen eigentlich. Sehr gut. Oh, das stimmt. Sehr gute Summe. Hier muss ich das Ding nur loswerden irgendwie. Hast du irgendwas, wo du das unterbringen kannst? Ne, Bruder. Lagern? Bruder, ich hab bei Mafia Haus, aber da lage ich besser nichts, weil ich da letztes Mal Stress hatte mit denen. Da lasse ich lieber. Also ich habe gerade nichts, nein. Also gar nichts. Also von denen ein Haus oder was? Ja, ja, der hat mir damals vor Jahren mal Schlüssel gegeben, irgendwie, der eine da. Okay, warte, wir wechseln jetzt mal eben schnell Auto vorher, ne? Ja. Weil der Lambo war irgendwie so fast immer da, wo du in der Nähe warst, deswegen das... Ja, aber die wissen nicht, wo ich war, weißt du? Die können gar nicht wissen. Ja, das nicht, aber die werden ziemlich mad sein, dass sie dich nicht gekriegt haben. Ey, Bruder, hast du da irgendwo, wohnst du da irgendwo in der Nähe oder was? Ne, ich kann hier mal auspacken. Ja, weil wenn du hier wohnst, dann kann ich mal reingehen und die Sachen ablegen, weißt du? Und mich mal umziehen. Keine gute Idee, Bruder, glaub mir. Warum? Das gehört meinem Chef. Ja, aber kann ich mich umziehen gehen schnell? Ja, da schon. Aber lieber nichts reinlegen. Komm, nee, ich leg's nicht. Alles gut. War einfach nur schnell umziehen. Also schnapp, schnapp. Lässt mich ins Haus vom Chef. Schau. Voll ehrenhaft. Waffala, schnell umziehen, ja. Gucke. Ah, nein. So, ja. Das ist mein Gucci. Walla, ich glaube, ich trage das. Wobei, sieht sehr ähnlich aus wie da vorne. Dann sehe ich mich so. So erkennt man mich nicht, oder? So sehen wir aus wie Geschäftsmänner, Bruder. Genau, wir sind jetzt Geschäftsmänner. Bast. Du musst mich. Also. War das Bike auf dich angemeldet? Bruder, da ohne Kennzeichen. Ohne Kennzeichen? Okay. Komplett. Aber wenn sie es finden, dann habe ich Problem. Weil ist auf mich angemeldet, Bruder. Ja, da stimmt, warte, ich will kurz Auto, warte. Deshalb muss ich überlegen, was ich jetzt mache mit Zeug, ne? Ich meine, ich könnte auch dir geben, ist ja viel Geld. Komm, Bruder. Da kann man die Werbung irgendwie ausstellen, lass mich kurz gucken, wie ich das ausstelle. Wie viele Juwelen und den ganzen Kram ist das insgesamt, also Gegenstände? 44 Goldbarren, 44 Diamantboxen und 419.000 Schwarzgeld. Was hältst du davon, wenn wir dir Dingens kaufen, weißt du, zwei, drei Vorjäger, diese Chrysler, und du packst alles da rein, weißt du? Das ist da reinpacken, einen von die Chrysler. Ja, ja, die haben 60er Kofferraum. 60 Kilo kannst du reinpacken insgesamt. Okay, wäre gut, ja. Oder ich schau, ich habe ja genug Autos, ich kann dann da auch mal reinpacken, weißt du? Ja, nicht, dass du dann irgendwann mal wach wirst, damit fährst und Nein, nee. ich würde das dann heute loswerden, weißt du? Mhm. Nur die Schwarzgeld, weißt du, kann ich Schwarzgeld in ein Auto packen? Ja, kannst du. Gar nicht, okay, gut. Dann mache ich das schon über Auto. Bruder, sonst bring mich ganz schnell irgendwo hin hier zu Wusche. Zu Abschlepphof. Ja? Dann lage ich mal ein. Ich gucke, ich glaube, ich habe da ein paar Autos stehen, weißt du? Dann kann ich da gleich rein und drüber bringen. Ey, Wanla, danke schön, wirklich. Ich gebe dir dann so ein bisschen was ab, wenn ich alles gemacht habe, wenn ich alles fertig bin. Weil ich, Bruder, ich bin komplett blank, aber jetzt kann ich endlich was kaufen, Bruder. Ich bin reich, Alter. Ich kann endlich kaufen. Sollten ca. 900.000 sein. Boah, Alter, Bruder, ich bin fast Millionär eigentlich. Ne, wobei, warte, fast 900, ja gut, dann fehlen mir 100 zum Millionär. Aber Bruder, ich bin fast Millionär jetzt so eigentlich. Du hast nicht mal viel. Na, du bist geil, Bruder. Dann kriegst du noch ein bisschen Taxigeld und dann barst. Ne, ich danke dir. Gibst du mich da auf jeden Fall ab, weil Bruder, ich hätte sonst keinen gehabt zum Abholen, weißt du? Ich wäre sonst mit dem Motorrad wieder hochgefahren, hätte 100 Euro Polizei mich bekommen, weißt du? Ja, wow. So scheiße, ich würde sagen, wenn du es erstmal los bist, dann werden sie sich garantiert sehen, während du abhaust, nochmal. Ja, dann. Ja, Bruder, ich hab da so Angst jedes Mal. Weißt du, die sind zwei, dreimal ist wer über meine Brücke gefahren. Ich hab gedacht, jetzt ist Ende. Ich hab hinten so Polizeiauto gehört, so, weißt du, die haben so tiefe Motorsound bei so Auto. Da dachte ich mir so, oh, jetzt ist Ende, Bruder, der fährt da runter und sieht mich. Aber nein, der hat mich nicht gesehen, also ich bin gut weggekommen. Ich hab Glück gehabt, sehr viel Glück. Ja, aber einmal Nitro gezündet, weil die hatten... Ich glaube 4, 5 Einheiten mit Motorrad und dann bin ich sogar einen Motorradfahrer vor der Kanne reingefahren, Bruder. Aber den hat's in die Luft geschleudert und ich bin einfach durch, weißt du? Aber der hat's wohl weggeschleudert, Bruder. Richtig lustig. So, danke, okay. Bruder. Ich schau mal schnell Kein nach. Problem. Ich hoffe, ich habe genug Kofferraum. Wobei die G-Klasse hat gut Kofferraum, ne? Und gucken wir mal. Oh ne, Bruder, ich muss tanken, kacke.
Na, ich warte, ich muss danken. Also, ein paar Tanken, alles gut. Bruder, das ist gefährlich, Bruder. Der hat gar keinen Tank mit der Wagen. So. Ja, das ist gefährlich, das stimmt. Richtig gefährlich, Bruder, richtig gefährlich. Alter, das war so heftig gerade. Das muss mir keiner verstehen, warum das so funktioniert, okay. Na gut, ich habe da jetzt komplett alles Schwarzgeld drin, ich pack den mal ein. Ich warte hinterher. Und dann drüben mache ich noch die anderen Sachen rein. Okay. Alter. Ey Leute, ich habe jetzt... Der Bankraub ging richtig gut. Ich habe den ja eigentlich alone gemacht, bis auf das er mir halt jetzt geholfen hat, mal rausholen. Aber Bruder, ich habe jetzt 900.000 Dollar gemacht mit Kevin. 900.000 haben wir jetzt. Das erste Mal, dass Kevin Geld hat. So richtig Kohle, Alter. Das erste Mal, dass er so richtig fett Kohle hat. Einfach 419... ne, was waren das jetzt? Das sehe ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls über 400.000 Schwarzgeld am Start, Bruder. Boah, wenn jetzt, wenn mein Auto aufknacken würde oder so, ne? Das wäre richtig heftig assi. So, schauen wir mal hier rein. Ich brauche den... Da passt, glaube ich, auch noch was rein. Schauen wir mal. Mit einem 7er BMW. Ich darf nicht vergessen, Benzer... G-Klasse, 7er BMW, Alter, da ist ein Sniper drin. Ob ich da Platz habe für 44? Nee. Die Sniper drin, sonst nehme ich da die Sniper schnell raus. Kostet ja nix. 44 Gold ist da drin. Stell alles weg, Alter. Ich bin so safe jetzt. Weil die ganzen Autos jetzt eingepackt sind. Das ist einfach... 900.000 Dollar in Autos, Alter. 900.000 Dollar. So, und im 3E46 hau ich nochmal die Diamantboxen rein, wenn sich das ausgeht. Aber ich glaube, der hat weniger Kofferraum, ne? Hat er 44? Hat er 40? Ah, der hat noch 40. Kacki. Nur ein 40er Kofferraum. Das ist schlecht. Mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Limo oder so habe. Irgendwas muss ich noch haben. Mit einem größeren Kofferraum. Schlimmsten Fall, Journey. Ah, E60. Da kann ich noch fett reinhauen. Warte, habe ich eigentlich noch. Ne, habe ich nicht. Dachte schon, ich bin mit dabei. Da sollte ich reinkriegen eigentlich, ne? 44 Stück. Diamantboxen. Ja. So, passt. Also in den zwei BMW-Limos und in der G-Klasse ist alles versteckt. Alter. Ja, muss ich das nur loswerden, ne? Bruder, wo bist du? Ich sitze im Mercedes hier. Warte, ich geh jetzt Motor an. Hier, von dir. Achso, okay. Du, pass mal auf, ich würde das jetzt wegbringen, das Ganze. Und ja. dann würde ich dich dann anrufen, wenn ich alles hab, ja? Okay, ich würde schon mal nach Palito hochfahren zum Dealer und halt da Stellung, ob da jemand kommt oder so von Cops. Alles klar, Bruder, danke. Ich guck schon mal nach, was Preis und so ist. Jo, bis gleich. Man sieht sich. Ja, wir hören uns ja sowieso über Funk. Ja, ja, natürlich. Weißt du, weil den Kackpreis ist, verkaufe ich nix. Waffenschein habe ich eh, ne? Ja, wird schon passen. Ey, aber, weißt du, letztes Mal habe ich stundenlang was geplant gehabt. Stundenlang den Plan rumprobiert. Jetzt mach ich den alone, als Einzelmann. Fahr mit Motorrad, bin weg. Aber gut, ich hatte dieses Mal auch NOS-Flasche dabei, mit der ich jetzt... gewinnen konnte, aber die Polizeimotorräder sind halt schnell. Die fahren auch über 300, ich glaube 330, 340 fahren die, ne? Also wenn du da kein NOS hast, musst du halt gucken, dass du mit einem Wheelie ein bisschen, ja, fahren das. Das war jetzt ein Assi-Bank, aber richtig Assi. Aber wir fahren zurück zur Bank und schauen uns die Preise an. Sie jetzt ein Taxi rufen, dann warte ich hier auf ein Taxi mit Ihnen. Dann, ich rufe sonst Taxi schnell, ist kein Problem, ist ja einer da. Dann machen wir das so. Ja, dann rufe ich schnell Taxi, weil dann melde... Bruder, ich schwöre, ich war vorhin bei Anmeldestelle, hab geguckt, was alles angemeldet ist. Dann habe ich mir gedacht, oh, eine Fahrzeug, die ich angemeldet, packe ich eh nicht aus. Jetzt packe ich aus, Bruder, ist der einzige Auto, den ich nicht angemeldet habe. Ich schwöre, auf alles, Bruder. Wala, ich schwöre, warte, ich muss jetzt gucken. Ich, ja, gerade ein paar Liter, pass auf. Ich muss nur ganz kurz gucken, so, also, warte, wo ist hier Dings, Herr Bumser? Lass ich gucken, Joppa. Dann rufe ich Taxi. Perfekt.
Aber trotzdem bitte vorher einmal aussteigen. Das Fahrzeug dürfen Sie gerne hier ein bisschen in den Rasen stellen. Warten Sie. Ich habe gerade Problem, ich habe gerade Verkehrsanhalt, ich muss Taxi rufen. Auto ist nicht angemeldet. Ja, wo bist du? Ich hol dich ab. Ja, ich habe schon Taxi gerufen. Ja, egal, bestell das wieder ab oder ich hol dich ab. Ach so. Ja gut, aber der ruft schon an. Ich nehme Taxi, ist alles gut. Nein, warte, Bruder. Hey, hallo? Sagt ihm, ich gebe dir ein bisschen Geld in Taxi vor, ich nehme dich da mit. Schönen guten Tag, Taxicab, Dirks mein Name. Wo bist du, Highway? Ich würde mich 10 auf den Weg machen. Ja gut, danke schön, wiederhören. Bis gleich. Nein, ist alles gut, ist alles gut. Kommen die, kommen ran? Ja, die kommen. Okay, darf ich Sie bitten, das Fahrzeug hier ein bisschen von der Straße weg nach hinten zu parkieren? Ja, warten Sie, ich mache Rückwärtsgang. Perfekt. So gut? Ja, dann einmal aussteigen, abschließen bitte. Ja. Weißt du, das ist der einzige Auto, ist der. Weißt du, dann müsste ich Ihnen trotzdem noch die Strafe dazu ausstellen, ne? Warte, was ist los? Ja, er hat das Fahrzeug nicht angemeldet. Ich rufe an, ja. Hat jetzt aber bereits den Taxifahrer organisiert, den ihn runterbringt. Ach, perfekt. Mit dem rede ich dann auch noch kurz. Ja, es ist leider das Einzige, was er nicht angemeldet hat. Deswegen, ja, ich, aber sehr freundlich, der Herr. Ja, wie gesagt, ich war alles gut. Ich war nämlich vorhin bei Anmeldestelle, weil ich immer gucke, weil ich ein neues Auto gekauft habe, weißt? Und dann gucke ich rein und ich habe gesehen, eine war halt nicht angemeldet. Da dachte ich so, dann fahre ich die halt eh nicht, weil da wird schon Grund haben, warum nicht. Und jetzt parke ich da aus, habe nicht geguckt. Die haben auch nicht mal Wunschkennzeichen dran. Das ist ein bisschen schwer, ne? Und dann machst du und dann... Manchmal Anmeldestelle auch ein bisschen komisch. Manchmal steht Auto, wo gar nichts Auto steht, weißt? Da ist ein anderes Auto drin und dann so. Und ich sag, ein bisschen komisch. Aber schon gut. Ah, guck, das ist Taxi. Ja, perfekt. Du warst kurz. Voila, 2000, ja gut. Genau, einmal den Führerschein zurück. Vielen Dank fürs Bezahlen. Dankeschön. Kein Problem. Na, wie gesagt, ich fahre mit Taxi rüber, melde an, bin gleich wieder da. Herr Hartmann. Ja. Ich werde da nicht mehr hier sein. Ich kontrolliere das aber, ne? Nicht, dass Sie dann. Machen Sie so 10 Minuten Kontrolle, dann ist angemeldet, das Ding, ja. Vielen lieben Dank und dann wünsche ich sichere Fahrt, ne? Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. So, bitte. Tschüss. Na Gott sei Dank ist Taxi gerade da, gut. Ich müsste einmal bitte zur Anmeldestelle und dann nochmal hier zurück, ja? Mhm. Perfekt. Ich fahre sofort. Please make sure to take your belongings with you. Buckle seatbelts. Ask driver if you need help with seatbelt. If you have any comments, please call Yellow Cab at 213-808-1000 off LA dot at 800-501-0999. Okay. All passengers ride for the price of one driver carries only $5 in charge. Or in change, oh sorry, in change. Ist ein bisschen verpixelt hier, aber ist ausgedruckt schlecht, ne? Ich kann es schlecht lesen. Ich habe das nicht ausgedruckt, das war der Chef. Ja, da war der Chef schlecht. Ich musste echt gucken, was hier die Rates sind. 2,55 für Flag, Daub, Fürst, irgendwas. Ich kann es echt schwer lesen. Was ist das? $45 eine Raddecke? Okay, ich muss mal gucken, keine Ahnung. Geh ich mir nicht aus. Aber sie sind keine Taxifahrer-Abzocker, der vorne Gerät nicht anmacht und dann einfach Wucherpreis macht, oder? Niemals, nein. Gut. Was kostet so Taxifahrt hin und her? Berechnen Sie nach Kilometer? Ja, nach Kilometer. Und wie viel Kilometerpreis ist dann? $250 pro Kilometer. Oh, das ist aber günstig, Bro. Das ist aber sehr günstig. Ich dachte, Steuer jetzt hier. Noch die Steuer. Ah, ist gut. Oh. Jason Diesel. Ich möchte auch nicht, dass die ganze Zeit Werbung kommt. Hallo? Jo, Brody, bist du schon in der Nähe? Bruder, ich bin da, ja. Okay, ich bin auch sofort da. In einer Minute nicht mal. Ja, ich warte noch, bis du dann absicherst. Weißt du, wenn ich die Sachen oder so. Ja, könnte man. Warte, bin auch sofort da. Bleib aber am Telefon, ich kann nicht in Funk kommen. Jawohl, gut. Ja, ich muss im Bikerfunk bleiben. Ja, alles gut, dann mache ich meinen aus. Gut. Bis gleich. Ja, warte, kannst am Telefon bleiben. Ja, so bleib ich am Telefon, warte, ich mach dein Funkgerät aus, warte. Ja, okay, jo, mach das. So. Wir verkaufen nur die Diamantbox, den Rest verkaufen wir nicht. So. So, gucken wir mal. Ich bin falsch gefallen, ich muss ihn hier hin.
Bist du am Telefon, Bruder? Ja, Bruder. Gut, gut, warte nicht. Fahr jetzt rein, da ist nämlich keiner drin gewesen, das verkaufe ich nicht. Aber nur erstmal nur Diamantbox, weil das ist gut, der Preis. Okay. Hast du verkauft, Bruder? Ja, Bruder, ich kann jetzt Daxi-Kosten bezahlen, komm her. Achso, ja, stimmt, danke. Warte mal, ich glaube, können wir mal eben auflegen. So, hast du schon mal Daxi-Kosten bezahlt? Ich danke dir, völlig ausreichend, danke. Bruder, danke fürs Abholen, für alles. War der gut. Ja, ich muss noch gucken, ich habe nämlich, genau wegen derselben Aktion, habe ich noch Gerichtstermin offen. Das heißt für mich, ich kann nochmal minus 100.000 rechnen insgesamt, so circa so viel, wie die da immer ausgeben wollen für so Sachen. Ah, wird lustig. Sag Bescheid, wenn deine Gerichtsverhandlung ist. mach ich. Bruder, vielen, vielen Dank. Muss nur gucken, dass ich den anderen Schrott loswerde. Und dann ist gut. Ja, kein Problem. Pass nur ein bisschen auf, weil die Cops sind jetzt garantiert erstmal auf ja, die klar, die rumfahren. Ja, die haben mich auch vorhin mit dem angehalten, war nicht zugelassen und so. Jetzt, ja, ein bisschen so. Stress schieben, so, dies, das. Aber gut, alles gut jetzt erstmal. Ich freue mich, dass es geklappt hat, weißt du? Okay, ja, kein Problem. Du weißt, ich helfe immer. Gut, supi. Dann, man sieht sich und wenn was ist, ich einfach anrufen oder so. Ja, na sicher. Ciao, ciao, Bruder. Tschüss, tschüss. Ist easy 50k gemacht mit mir. Ach so, du musst mich noch in deinem Handy umändern, ne? Warum denn, Bruder? Ich wurde adoptiert, du bist ein neuer Nachnamen. Ich hab dich als Schniedelwutz eingespeichert bei mir. Was? Ne, ist immer nur Spaß. Ne, wie wärst du jetzt auf Handy? Sag. Neumann heiße ich mit Nachnamen jetzt. Neumann? Ja, nicht mehr Diesel. Oh, schade. Warte, ich guck mal. Bruder, wie kann ich das. Hier vielleicht? Muss ich jetzt hier komplett. Wie mache ich hier. Aber Bruder, warte, ich guck mal nach. Ich kenne mich mit Elektronik nicht so aus. Ja. Warte, ich mach mal. Bast, bist jetzt als Jason Neumann. Ja, passt. Gut. Ist drinnen. Perfekt. Jo, man hört sich, Bruder. Man hört sich, Bruder, ja. Ciao, ciao. Bruder, aufpassen! Ja! Ja, komm, lass los und dann... Danke für die Antwort. Was läuft, Bruder? Was läuft? Grüße. Nerv ich jetzt eh nicht hier, oder? Hä? Nein, ich wurde vorhin, war ich in einem Kreis da, genau an dieser Stelle. Und dann hat er gesagt, ich nerv, ich soll weggehen. Jetzt bin ich hier. Jetzt ja, der Kollege hat aktuell ein paar Probleme, der hat sich hoffentlich auch 50 bei dir entschuldigt. Na, Bruder hat der. Der hat mir dann sogar eine Fahrt auf dem Chopper gemacht, so, weißt du? Der war voll netter. Alles gut. Ja, dann ist das auch in Ordnung. Ne, ich bin ja okay mit euch, alles gut. Wir haben nur gefragt, warum er weg, weil ich wollte mich da so dazu stellen. Und er so, ja komm, du nervst, komm, verpiss dich, so auf die Art und Weise. Aber der hat sich entschuldigt und ist dann hinterher gerannt und dann durfte ich auf Motorrad mitfahren. Ich war happy dann, der hat mich hingebracht, alles gut. Oh, er hat auch da ein bisschen schwer, der Kollege, deswegen ist er ein bisschen leicht reizbar. Ja, ein bisschen gereizt anscheinend, ja. Ja, genau. Gut. Ich wollte die Fragen hier mit der Schwarzwäsche, ich bräuchte euch mal ganz kurz, dass ich mal mit euch reden kann. Ja. Außer ihr habt keine Zeit. Wenn's kurz ist. Naja, kurz. Ich muss halt fragen. Ja, ist kurz. Die Frage ist sehr kurz. Aber da, weiß nicht, irgendwo ganz kurz reden. Rein? Ich meine, ihr könnt doch in Auto mitfahren, ist egal. Irgendwo kurz hin. Hallo. Folgendes. Ich habe über 400.000 Schwarzgeld und muss das gewaschen kriegen, ja? Hätte jemand Zeit von euch, das schnell zu machen? Wir machen es eigentlich nicht mehr, aber ich kann dir sagen, wo du es auch loswerden kannst. Wo kann ich loswerden? Das ist über eine E-Mail-Adresse. Ja. Schreibst du hin, dein Anliegen und so, Name. Und ja, was du halt loswerden willst. Okay, war früher nicht bei euch einfach gemacht. Gut, dann. Wie ist die E-Mail-Adresse? Wo schreibe ich da hin? So circa einen Monat nicht mehr. Ach so, schade. Aber wo schreibe ich da hin, E-Mail? Die E-Mail-Adresse lautet info@mail.com.
info@mail.com. Gut, dann schreibe ich hin und dann, okay, dann macht er Kontakt über E-Mail. Gut. Dann oh, danke, Bruder, danke. Den Anruf und damit einen Termin ausgemacht, je nachdem, okay. Was den Termin spontan. Aber Walla, seid ihr jetzt legal oder was? Macht ihr so voll legale Schiene gerade oder wie? Ja. Aber haben die euch gehopst oder wie bei den Sachen? Nö, nö, wir haben ja. Strukturierung. Ach so, also macht ihr jetzt wirklich alles so voll legal, legitim so? Ja. Ah, okay, wusste ich nicht. Da, deshalb seid ihr auch mit Weste so am Hauptplatz da oder was? Ja. Okay, ja, gut. Aber danke, Bruder. Was war info@mail.com, info, ne? Info@mail.com. Merke ich mir. Gut, mach ich. Danke. Da danke, können danke. Sie alles, was wir damals angeboten haben, da kriegen Sie es auch her. Mach ich. Dankeschön. Wirklich jetzt? Ich habe noch immer keine Mail bekommen. Ich muss das loswerden, Alter. Ich muss das loswerden. info@mail.com. Ich habe versendet. Hallo, ist so jemand in meine... Jemanden zum Waschen von meiner Wäsche. Was an ihn gehört. Ja, ich muss halt warten. Jetzt wasche ich das halt woanders, wenn das nicht schnell genug geht. Weil ich möchte mir heute eigentlich noch ein Auto kaufen, wisst ihr? Weil es ist noch einer. Ist ein Autohändler da? Es ist gerade. Ja, drei Autohändler sind da. Deshalb, ich möchte mir heute noch ein Auto kaufen, wisst ihr? Wenn so lang brauchen, verscherbe ich das, weil ich wollte mir heute meinen Traum vom 911 oder so verwirklichen. Oder irgendwas, was mich noch geiler macht als nur ein 11er. Ne, keine Ahnung, mal schauen. Dann haben wir jetzt dann, wenn wir es gewaschen haben, über $500.000. Da können wir echt was Fettes kaufen mit. Dann können wir richtig fett was kaufen. So, ich ziehe mich nur bei uns schnell um. Und ich mache mal so ein richtiges. Das ist, was wir machen, so ein richtig heftiges Outfit jetzt noch. Dass ich aussehe wie so ein Prügelknabe. Die Kette kommt drauf. Oder ich schau mal, was denn da so extra passt. Schuhe. Passt. Hose. Eine andere. Oder? Obwohl, passt eigentlich auch. Ich soll das Oberteil ändern, ne? Was gibt's denn da Schönes? Oh, Bellinger Outfit, ja. Den Bellinger. Unter Palmen aus Plastik. Das Zeug aber auch schon wieder seit über 2 Stunden hier RP, ne? Muss man auch sagen. Boah, Alter, das wär's. Das hat der Bub immer an. Alter, das ist es. Sowas. Schau mal, sowas hier? Mit der Tasche drumherum. Das sieht sich aus wie ein Bub, Alter. Passen die Arme? Ja, die passen sogar. Guck. Muss ich gar nicht mal die. Ah, doch, nee, den muss ich ändern. Ich muss ich ein bisschen abändern. Ich find das irgendwie cool so, ich weiß nicht. Alter, wie voller da Bub, so Hose. Die Hose aber weiß, ne? Oh, da gibt's ja sau viele Farben für die Hose. Oh ja, Alter, dieses Outfit ballert so hart rein, ne? Das Outfit ballert einfach so hart rein, so Extras. Aber warte mal, die Kette sieht man gar nicht. Ich hab vielleicht irgendwie so eine fette Goldkette noch runterhängen lassen, wenn es eine gibt. Naja, gibt's keine, ne? Ah, hier gibt's welche, aber da, die gehen nicht ganz drüber. Schade. Oh, vielleicht hier noch so ein Schal? Nee. Naja, sehe ich aus wie ein Trottel damit. Ich meine, ich sehe so oder so schon aus wie ein Trottel. Ist eigentlich schon egal. Ah, okay. Ja, verstehe. Nee, es gibt keine Kette, die so richtig drüber geht. Ah, doch, hier. Die geht so halbwegs, aber die ist halt... Ja, die backt halt durch. Nee, die ganzen Ketten backen durch, weil das zu groß ist leider für Ketten. Och nö. Ja, also zurückgehen hier. Schade. Wäre heftig gewesen mit Goldkette auch noch dazu. Oh, vielleicht eine Rolex, ne? Haben wir nicht eine goldene... Wir haben doch eine... Ah, wir haben doch eine goldene, guck, die passt dazu. Ich weiß ja, was das eben gut steht. Vielleicht andere Schuhe. Mal gucken. Den anderen. Oh, goldene Schuhe, Bruder. Nee, das mache ich nicht. Das ist dann zu viel. Das ist dann zu viel. Wo sind die anderen Sneaker? Wo sind die denn hin? Ja, hier. Ja, passt. Oder? Wobei, nee, die anderen sahen besser aus. Die anderen sahen besser aus. Das macht uns kaputt hier alles. Die Sneaker? Die Nikes. Wobei, da ist noch Gold dran. Oh, das mache ich, ja. Goldene Sneaker.
Das ist es. So, jetzt bin ich ready. Ready zum Geld waschen. Ah, die Brille, Alter. Guck mich an, Alter. Ich sehe aus wie so ein Habu. Das läuft, Bruder. Zeit. So, haben wir aber jetzt schon zurückgeschrieben, hat die E-Mail. Boah, muss ich jetzt jedes Mal einloggen, ne? Ah, ne, macht er nicht. Boah, bitte schreib zurück, ich geh jetzt mein Geld irgendwie woanders waschen. Ich schwöre, ich geh es woanders waschen. Weil ich weiß nicht, ob ich eine Message krieg. Ich habe die Mail noch nie benutzt. Ich hab halt legit. Postausgang, Posteingang. Ich habe legit meine Mail noch nie benutzt. Noch nie. Jetzt CL500, ja, aber das musst du im CL500 hören. Das kannst du nicht hören. Ich fahr mal hin und frag, wann die Antwortzeit haben. Und ob der weiß, ob der da ist. Toll, jetzt ist keiner mehr da von denen. Ah, geil. Ja, ich gehe das Geld woanders waschen, weil ich kann mehr auf E-Mail antwortet. Schau nochmal, ob ich noch mal eine habe. Ich check jetzt noch einmal E-Mail, warten 5 Minuten. Wenn da nichts zurückkommt, gehe ich das Geld so waschen. Auch wenn das mir vielleicht ein bisschen mehr Geld abzwickt, aber. Egal. Ne, Posteingang ist nix. Da ist nix. info@mail.com. info@mail.com betrifft. Haben Sie. Warte mal. Haben. Vielleicht habe ich sie nicht richtig versendet. Achso, ich muss da oben auf Nachricht senden. Hier, Nachricht senden. Ach, keine Ahnung, ich setze hier weg. Okay. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk bei einem edlen. Nee. An einem schönen Abend mit einem edlen Fischrestaurant in Silicon Valley. Ach, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Das ist so alt, diese Werbung. Visieren. Schau mal vor, du kriegst eine E-Mail-Post vor, siehst so eine Spam-Mail einfach. Ist einfach eine Spam-Mail, Bruder. Weltkartoffel mit. Genau, oh, das Lied. Das hat Andl gefunden, der spielt das jetzt immer ab. Eis und Leckers aus seinem Pizzeria. Pomodoro, soll man da mal reingehen und fragen, ob die damit was zu tun haben? Entschuldigung, wischt die Mafia. Ne, wobei, wenn ich bei denen waschen gehen wollen würde, ne? Wenn die das machen würden, die nehmen ja 100% das Geld weg und bringen mich um. Nachdem, was da passiert ist. Aber wenn es mich gerade auf die Idee kommt, ich habe ein Haus dort. Soll ich das ausnehmen eigentlich? Wäre das lustig? Ich fahr mal zu dem Haus hin. Ich schau mal, ob da Sachen gelagert sind. Ne, ich guck da mal rein. Vielleicht habe ich da nur Sachen. Also, vielleicht sind ja nur meine Sachen drin. Kann ja sein. In der Zwischenzeit. Ah, nee, Lag des Todes. Schlecht. Oh, Alter. Da hat gerade irgendwas reingeladen von dem Biker oder so. Irgendwas hat gerade geladen. Quellkartoffeln mit. Ach, keine Ahnung, wie das geht. Ja, aber jetzt bin ich gespannt, ob mit dem Haus was drin ist. Weil den Schlüssel habe ich ja, ne? Die Mafia kackt mir eh mal auf dem C rum letztes Mal. Dann gucke ich, ob da was drin ist. Also, ich finde, ich hätte es verdient, wenn da Geld oder so gelagert ist. Ich auf jeden Fall verdient. Die haben mir hier einen Schlüssel gegeben. Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, dass sie mir den Schlüssel dafür gegeben haben, ne? Weil sonst hätten die 100 pro, ne? Hätten die ja was gemacht. Schauen wir mal rein da. Jetzt bin ich gespannt. So, Paul XD, TP4L Rabbit, Sparrow94, BVB, Frauensupporters 09, alles auch wieder am Start. The Reaper, Dankeschön auch dafür. Oh, schauen wir mal hier rein. Lager öffnen. Da ist eine MP5 drin, die nehme ich mit. Das ist jetzt meine. Da war mal eine MP5 geklaut. Schau mal, was hier ist. Okay. Also, bis jetzt ausraubenmäßig habe ich gerade eine MP5 bekommen. Oh, hier. Müsst ihr ja gucken, weil oft lagern die das ja irgendwo richtig geil ein, ne? Oh, wisst ihr, wie viel Geld das ist? Wisst ihr, wie viel Geld das gerade war? Das hier oben, oh, das ist richtig viel Geld. Lass mich aber mit hier. Ich kann hier so viel tragen. Wie viel kann ich maximal tragen davon? 30?
Hä, wo kann ich so viel tragen für den Graspäckchen? Was ist da los? Ist das die, ach, das sind die normalen Päckchen, ne? Ich glaube, da kann ich maximal 20 tragen oder so. 20, ne? Ja, 20 sind es, glaube ich. Ja, 20 von 20, gut. Ich nehme noch ein bisschen was mit, gehört ja alles mir. Hat mir sagen lassen, dass das meine Sachen sind. Schon assi, ne? Aber ich glaube, das vermisst auch gar keiner, ne? Glaube ich hier. Ist das okay? Das ist fies, was ich gerade mache. Das ist fies. Aber das ist die Rache für die Mafia letztes Mal. Das ist die Rache, Alter. Das ist die Rache. Alter, ich schreck ab, was hier alles drin ist. Ich sehe hier gerade alles auseinander. Ja! Ich hätte den Raum gar nicht machen müssen. Hier ist ja alles. Hier ist ja alles, was ich brauche, Bruder. Hier ist ja alles, was ich brauche. Hier habe ich schon geguckt, ne? Ach, gucken wir mal raus. Ich lage jetzt mal alles ins Auto. Ich bin gerade richtig auf dem Paradies. Das ist mein Paradies, so ja. Mein Paradies. Das ist mein Paradies, ja. Mein Paradies, ja. Mein Paradies, ja. Geht sich das nicht aus? Achso, weil da die Handschellen drin sind, ne? Oh, kack, die Wand an. Warum sind diese blöden Handschellen da auch drin? Ich steh nochmal 15 rein. Mathe-Profi mit Kurt. Warum? Ist das 20 Stück? Der hat doch einen 40er Koffer. Warum kriege ich das nicht rein? Was will er denn? 24 von 50. Warum kriege ich hier die 15 Stück nicht rein? Ach so. Warte, dann nehme ich den einen Handschlüssel mit. So, jetzt habe ich für 20, ne? Ah, ne. Für 15. Ach, wiegt Koka so viel? Was wiegt ein Koka? Ich weiß nicht, was das wiegt. Es wiegt mehr, glaube ich. Oder bin ich einfach nur lost? Schau mal, ich kann es ja auch nicht, zu wenig Platz steht, obwohl ich nur einen einlagern möchte. Das wiegt, glaube ich, einfach mehr. Denn ich bin im Paradies, ja. Im Paradies, ja. Ich schraube gerade ein Haus aus, by the way. Das habe ich auch noch nie gemacht. Mein erstes Mal, Leute. Mein erstes Mal, dass ich hier was ausraube. Ich auch nochmal mitnehmen, glaube ich. Mhm. Jetzt bin ich, glaube ich, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Ich glaube, jetzt habe ich alles hops genommen, was geht hier. Aus dem Paradies gerade alles rausgenommen. Oder? Komm, lass fahren, bevor ich jetzt noch Probleme krieg, Alter. Ich bin so voll mit Stuff, ne? Ich bin einfach gerade so krank voll mit Stuff, Bruder. So, mal das öffnen, schließen und verlassen. Ich weiß, Leute, das ist böse. Ich muss sagen, das ist Karma dafür, dass ich Headshot von denen kassiert habe, von der Mafia. Und jetzt weiß, es kann auch keiner wissen, wer das war, ne? Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, dass ich diesen Schlüssel habe. Die haben mir das vor zwei oder vor einem Jahr oder so muss das gewesen sein, haben die mir den Schlüssel gegeben. Bruder, ich habe jetzt, guck mal, was ich alles dabei habe. Alter, wenn ich jetzt angehalten werde mit dem ganzen Schmuffu, den ich dabei habe, Bruder, da bin ich richtig gerippt. Ich habe 20 Graspäckchen, 350 Kusch, 20 Koka. Ich werde das jetzt verkaufen gehen, Alter. Ich gehe jetzt zu 1:7 und verkaufe das. Ich rufe da jetzt einfach an und frage ganz offen entspannt, wie das ankaufen oder was die ankaufen. Mal, ob ich da noch eine Nummer habe. Muss ich dann vorbeifahren? Alter, ich habe so viel Stuff, Bruder. So viel Stuff, Alter. Oh ne, habe ich überhaupt. Ich habe keine 1:7 Nummer, ne? Kacke, Alter.
Ansonst gehst halt so auf den Marktverkauf. Ich hab halt nur keinen Bock gecatcht, so, ja, wisst ihr? Ich krieg halt jetzt gerade, ja. Ich gehe mal schnell die Diamantboxen verkaufen. Das ist das Erste, was ich mache. Diamantboxen verkaufen. Das machen wir jetzt und dann passt das. Boah, ich bin gerade richtig im Paradies, wie viel Geld ich jetzt dadurch mache, Alter. Das ist, das war jetzt der Bonus, Leute. Das war the day of the Bonus heute. Das war ein Bonus-Day gerade eben. Ja, ich schaue dann gleich nochmal, ob ich noch eine Mail bekommen habe. Aber ich habe jetzt, ich glaube, so viel Stuff, die kriminell ist, habe ich noch nie dabei. Wenn ich jetzt angehalten werde und die suchen mich, liebe Leute, dann sage ich gute Nacht. Dann sage ich wirklich gute Nacht. Also wenn jetzt eine Grenzkontrolle ist, raste ich aus. Stell mal vor, genau jetzt ist Grenzkontrolle. Das wäre richtig assi. Ja, zur Sicherheit fahre ich über die andere Grenze drüber, guck. Ich... Ui. Wo war der Bruder? Geht's dir gut? Hast du was abbekommen, Bruder? Aus welcher Hölle kamen sie? Bruder, was? Aus welcher Hölle sie gekommen sind? Walla, ich wollte links abbiegen. Hab ich gesehen. Ja, Mama, tut mir leid, ich jetzt total schade vorne, die Front, Bruder. Walla, guck. Front kaputt, so dies, das. Oh, ja, ich seh's. Bei dir alles okay sonst? Geht. Walla, bei dir ist nichts kaputt. Warum ist bei dir nicht und meine kaputt? Kompletter Totalschaden. Ja gut, ich bin schuld, ne? Ich bin schuld. Bruder, ich zahle das. Warte, ich geb dir. Bruder, nimmst du... Bruder, was könnte ich dir geben, Walla? Für Wiedergutmachung, weißt? Brauchst du irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen, Bruder? Nimmst du irgendwas an? Alles gut. Bruder, ich könnte dir auch ein Kennzeichen geben, wenn du willst oder so. Walla, oder ich geb dir... Was kann ich dir geben, Bruder? Pass mal auf, ich geb dir eine Zigarette. Rauchst du, Bruder? Eigentlich rauche ich nicht. Du kriegst eine Zigarette von mir, weißt du? Und eine Kennzeichen kriegst du von mir. Danke. Walla, und sonst eine Schokolade für Wiedergutmachung. Ja, was machen wir mit deinem Auto? Naja, Bruder, bin ich selber schuld. Solange er noch fährt, ich darf halt nur nicht mehr fahren, wenn dunkel ist. Guck, vorne die Front komplett im Arsch. Aber ist egal, es gibt Schlimmeres, Bruder. Gibt Schlimmeres. Bin schon schlimmere Autos gefahren. Schlimmeres als fast mit 200 in der Front reinzufahren. Ja, Walla, Bruder, ich hab... Gott sei Dank habe ich Panzerung gekauft auf Auto. Sonst wäre ich jetzt kaputt. Hast du auch gepanzerte Auto, oder was? Gut, wenn ihn nichts fehlt und mir nichts fehlt. Also mir fehlt nichts, Bruder, mir geht's gut. Ich bin auch, deshalb, siehst du, Tasche sieht aus, als wäre ich dauerhaft angeschnallt. So passiert mir nichts. Ah. Siehst du? Ist schon gut, ne? Ist schon gut. Gut. Gut, ich wünsche dir schöne Weiterfahrt und frohe Weihnachten für Ostern vorwärts. Schön. Es ist schön. Das ist was Geiles. Ich habe heute mit Kevin endlich das Geld gemacht, was ich letztes Mal machen wollte. Heute läuft einfach alles so, wie es sein soll. Und die Mafia hat Karma kassiert durch Kevin. Weil ich ja die Sachen noch mitgenommen habe. Ich hab alles gerippt, was da drin war. Alles einmal eingepackt, oder? Alles eingepackt. Und ihr guckt, vielleicht habe ich jetzt eine Mail bekommen. Vielleicht öffnet die sich jetzt ja. E-Mail bitte öffne dich. Und die E-Mail sagt... Oh, bitte, ich muss das waschen, Alter. Ne, immer noch nicht. Ja gut, dann geh ich es woanders waschen. Kein Bock da auf ein E-Mail-System zu warten. Also so toll funktioniert das nicht mit da wascht jemand per E-Mail. So toll funktioniert das System nicht. Ich dachte, das direkt war da und nimmt mich in Empfang und sagt, ja hier Bruder, hier. Nimmst du hier. Aber vielleicht muss ich gar nicht. Ich verkaufe jetzt schnell die Diamantboxen, weil die gerade sehr hoch im Wert sind. Die verscherbel ich aber ganz schnell. Wenn ich die verscherbelt habe, ja dann geht's los. Dann fahren wir hoch, ne? Weil das ganze Gold kann ich eigentlich auch schon verscherbeln. Oder, nee, das Gold lagere ich ins andere Auto ein, so mache ich das.
Das Gold lagere ich hier sonst in M5 ein, park den ein und fahre mit einem komplett anderen Auto drüber. Und ich schaue, dass ich die anderen Sachen irgendwo einpacke dabei. Außer ich finde jetzt schon jemanden, der mir das abkauft. Stimmt, ich glaube, mit dem Kartell haben wir mal Geschäfte gemacht, oder? Haben wir nicht mal mit Kevin ans Kartell verkauft? Leute, haben wir doch mal, ne? Wir haben mal mit Kevin, waren wir mal beim Kartell und haben Sachen verkauft. Bin ich mir sogar sehr sicher, dass wir es gemacht haben. Irgendwas war mal mit dem Kartell. Dass ich dort mal meine Sachen verscherbelt habe. Aber es ist sau lange her gewesen. Weil da standen die am Hauptplatz und ich habe denen das Geld gegeben oder irgendwas habe ich ihm gegeben. Irgendwas habe ich ihm verkauft, ne? Irgendwas. Oh. Ich weiß halt echt nicht mal, was das war, was ich ihm verkauft habe. So, bin ich schon über die Grenze? Ich bin schon über die Grenze. Jetzt muss ich nur noch nach Palito hoch. Aber ich glaube, vom Kartell habe ich halt keine Telefonnummer. Boah, ich sehe es aber schon kommen. Theoretisch, die Mafia wird es jetzt innerlich so ein bisschen auseinandernehmen. Wenn ich das jetzt schon kommen sehe, dass die sich irgendwie im Zanken werden. Wer hat das rausgenommen? Da waren 300 Kusch waren da drin. Wer hat das rausgenommen? Mir fehlen meine 44 Diamantboxen. Jemand hat meine 44 Goldbahn geklaut. Oh ne, meine 20 Koka sind weg. Wer war das? Das war sicher der Neuling in der Pizzeria. Der da backt. Ja, dann schmeißen wir ihn mal raus. Oder nein, wir verpassen den Headshot. Genauso wird das halt ablaufen bei der Mafia. Hundertprozentig. Wir werden niemals draufkommen, dass das Kevin war. Never. Außer sie können sich schon erinnern. Dass ich die Schlüssel habe. Aber die hätten mir doch letztes Mal auch schon Schlüssel abgenommen. Theoretisch so gefühlt. Oder hätten gefragt danach. Oh nee, jemand hat meine Goldbahn geklaut. Meine Diamantboxen sind weg. Was tue ich denn jetzt? War schon eine Assi-Sache, die ich jetzt da durchgezogen habe. War schon Assi. Also nett war das nicht. Nett ist anders. Was soll ich jetzt eigentlich im Auto hinten drin? Weiß das jemand? Oh kacke, warte mal. Ich kann ja in den Auto gar nicht einleihen, weil der einfach voll ist mit Stuff, Alter. Ich kann ja gar nicht. Upsi. Mit 2,8, da komme ich park ein. Ich bin jetzt reich, Bruder. Ich bin jetzt supported durch Mafia, bin ich jetzt reich. Warte, wer hat noch einen fetten Kofferraum? Der hat noch ein bisschen drin, ne? Der hatte noch ein bisschen Koffee. Also was lager ich denn da drin in dem Wagen, wo ich gesagt habe, das geht sich nicht aus? Oder ging sich das hier... Doch, ach doch, nee, warte, da sind die allen Goldbahnen drin, ne? Ja. Da sind die... Oh, warte, warte! Ich könnte hier... Da hätte ich Platz noch für... Warte mal, 44... Da kann ich ja nochmal... 6 Goldbarren reinhauen. Stimmt, da habe ich ja 50. Wenn dann machen wir das richtig hier, weil man kann ja mehr tragen. So ist ja nicht. Du kannst ja 50 insgesamt tragen. Du bekommst nur 44 beim Raub, warum auch immer das so ist. So, jetzt nochmal gucken. Journey hätte ich noch Platz vielleicht. Mit ein bisschen Glück, dass da keine Sachen drin sind. Ja, oh, da ist auch genug Platz, hallo. Die 38 kriege ich da rein. Und dann mache ich nochmal hier die... Ich weiß nicht, wie viel kriege ich hier rein? 20? Geht sich nicht mehr aus, ne? Wobei die 5 Aceton... Ah, da habe ich auch noch 5 da. Oh, ich habe eine Idee. Ich hau die 5 Aceton weg, dann habe ich wieder mehr Platz drüben. Wobei Aceton ist teuer. Aceton ist saumäßig teuer. Nee, warte, dann habe ich eine andere Idee. Wenn ich jetzt die Aceton rausnehme, habe ich nochmal... Wie viel wiegt denn ein Aceton? 5 einfach. Gut, dann könnte ich... Könnte ich halt nochmal 20 Koka reinpushen oder so, wisst ihr? Schauen, ob ich irgendwo Platz habe für die... ne? Für die 5 Aceton, da werde ich noch irgendwo in einem Auto Platz haben, oder? Oh, dieser Struggle einfach, wenn man kein Zuhause hat. Muss man gucken, dass man da irgendwas in die Autos einlagert. Warte, im M3, der ist jetzt voll, oder? Nee, warte, ist der M3, da hat er noch ein bisschen Platz, ne? Ja, der hat noch Platz, guck. Da könnte ich ja... Warum tue ich mir eigentlich so schwer? Ich hau's hier rein. Okay, deshalb, das geht sich nicht aus, zu wenig Platz. Warte, wie viel Platz benötigt das? Wenn ich jetzt 10 Koka reinschmeiße, warum ist das so... Bruder, warum ist das so schwer? Alter, was hat der denn für ein Problem? Ja gut, dann wisst ihr was? Scheiß drauf, ich nehme das mit. Und hier schmeiße die 20 rein. Also und die Diamantboxen verscherbe ich jetzt gleich. So mache ich das. Jetzt habe ich das alles mal ein bisschen aufgeteilt, dass wenn ich irgendwie Probleme kriege,
ich auf alle Fahrzeuge irgendwie was aufgeteilt habe, ne? Passt. Haben wir das auch. Aber eines ist jetzt sicher, wir sind jetzt Millionär, Leute. Wir sind jetzt offiziell Millionär mit den Sachen, die wir haben. Offiziell. Hätte ich mir nicht gedacht, dass wir mit Kevin jemals noch so viel Cash haben werden. Aber dank dem Bankraub und dank der Mafia, die mir einen Schlüssel gegeben hat, in Vertrauen, und ich jetzt Karma gemacht habe, den Karma-Move meines Lebens, kann ich mir jetzt echt heute noch ein geiles Auto damit kaufen. Vor allem, wenn die Goldpreise steigen, Alter, das wäre halt richtig geil. Aber jetzt ist eh gerade perfekter Zeitpunkt, die Diamantbox zu verkaufen. Sie ist gerade an einem Höchstwert. Ich hoffe, das bleibt noch. Ist das noch der Höchstwert? Bitte sag, Bruder. Ja, gerade noch so. 165.000. Guck mal, wie viel Kohle ich habe, Alter. Oh, ich habe eine Mail bekommen von info@mail.com. Oh, geil. Das auch noch. Es geht doch. Es geht doch. Warte. Ich reibe mir gerade die Hände, Alter. So. Dann haben wir gleich 1 Million, wenn wir so weitermachen. Wir benötigen sich von Nummer und einen Termin mit Ihnen zum Vereinbaren. Bitte nochmal seine E-Mail. Oh, super. Kann ich da antworten? Ja. Oh, kacke, ich weiß meine Telefonnummer nicht auswendig. Meine Telefonnummer ist, aufgepasst, 807-8910. Achso, 78910, jetzt verstehe ich das erst. 78910. Mhm. Oh, bitte mal schneller Mail. So, 7, 8, 9, 10. Gerne noch heute. Ich krieg also doch eine Benachrichtigung. Ich dachte schon, vielleicht riecht die gar nicht. Ich habe nämlich noch nie eine Mail bekommen. Aus dem Grund habe ich jetzt schon immer Schiss gehabt, ich krieg nichts. So, habe ich meine schlecht versendet. Ich hoffe, die kommt an. Wie viel Schwarzgeld habe ich denn dabei jetzt? Achso, Schwarzgeld habe ich irgendwo eingelagert im Auto, ne? Ja. Hoffentlich werde ich da nicht hart abgezogen von der Mail. Ich will ja nicht fragen, ob die auch Dings annehmen. Wenn er mich anruft, werde ich einfach fragen, ob er auch Stuff von mir annimmt. Ich meine, 3, 25 Kusch, 20 Kusch. Ich habe so viel Stuff, Alter. Muss das alles loswerden. Oder ich verschärfe es eben beim Kartell. Aber da habe ich halt auch keinen Kontakt, ne? Insgesamt keine Kontakte. Ich habe Niklas, sein Kater, Toni Pizza, Hannah McDonalds. Was? Dann habe ich hier noch die mich halt mal angerufen haben, ich hier noch, ne? Ich habe halt keinen Kontakt gerade, wo ich die Sachen verscherbeln kann. Oder ich verkaufe sie schnell beim normalen Dealer. Das wäre auch eine Möglichkeit, Leute. Aber dann bekomme ich halt nicht so viel. Beste wäre, ich verkaufe es an jemanden, bekomme das Geld direkt raus, ohne dass ich schwarz bekomme. Ja. Dann haben wir 1 Million und dann können wir die heute ausgeben und ein fettes Auto mitkaufen. Oder ein Haus. Oh, das wäre so, ne? Stimmt, ja, Kartell ist gut mit Mafia, aber muss ja nicht heißen, dass ich dort dann jetzt nicht willkommen bin, wenn ich da was machen möchte. Wobei das Einzige, was halt passieren könnte, wäre, dass wenn ich halt meinen Stuff dort verkaufen würde und es halt genau die Sachen sind, die ich ihnen geklaut habe, dass sie halt da drauf kommen. Das ist halt der einzige dumme Nachteil. Wenn, ja, sogar so die... Das Kartell der Mafia das ausplaudert. Also wäre das eigentlich eine dumme Idee, ne? Aber das weiß ja Kevin nicht. Kevin weiß das nicht, dass da Leute befreundet sind. Aus dem Grund, ich würde es auch ans Kartell verkaufen, aber da habe ich leider keine Nummer. Ja, P-technisch wäre es aber ganz schön lustig irgendwie. Ja, die Wartezeit für Bürger liegt bei ein paar Wochen, wurde letztes Mal gesagt, da kannst du lang warten. Hä, ist aber Bullshit dann. Dann gehe ich das selber waschen, wenn es wirklich eine Woche dauert. Wenn sie einen Termin ausmachen wollen, es dauert eine Woche. Dann gehe ich das direkt jetzt waschen, aber dann gehe ich halt so waschen, dass ich mein Auto halt irgendwie... Oh ne, ich vergiss, ne, dass hier Kontrollen ja macht schon. Das war halt... Ja, lustig, ich habe noch nie eine Kontrolle gesehen hier, ne? Noch nie. Wird so abfeiern, wenn da einer stehen würde und kontrolliert. Oh ne, zum Glück nicht. Weil, Alter, wenn ich jetzt kontrolliert werde mit dem Stuff, den ich dabei habe...
Ich glaube 20 Jahre Knast-LP. Also nicht so zu empfehlen. Ja, ich gehe sonst mal Kuschpreise gucken und verkaufe sonst ganz schnell. Ich gehe einfach schnell verkaufen, Leute. Wo ich mir jetzt das antue. Außer ich treffe ihn für Alte 7, weil da kann ich meine Sachen auch verschärfen. Da weiß ich, da bekomme ich die Preise. Aber ich weiß nicht, was die annehmen. Also was die ankaufen. Dann habe ich halt auch wieder Schwarzgeld dabei. Aber besser Schwarzgeld, als dass ich das ganze Zeug im Kofferraum habe. You know? Das alleine managen ist ganz schön. Wobei, ich könnte meinen Kumpel fragen, ne? Ob er ihn kennt. Stimmt, ich frag mal. Ob er wen kennt, wo man das Schwarzgeld. Weil die Sachen verkauft bekommen. Die Drugs und so. Mein Bruder von den Bikern. Bruder, folgendes. Bruder, ich habe gerade sehr viel Drogen dabei. Ja. Weißt du, wo ich die jetzt am besten schnell verscherben kann? Ja, weiß ich gerade, wo bist du, Bruder. Ich komme zu dir. Bruder, ich bin gerade auf Autobahn. Weißt du, ich weiß zwar, wo hier normale Dealer ist. Problem ist, ich habe halt so viel Stoff dabei, Bruder, ich müsste zwei oder drei Mal hinfahren. Das wäre ein bisschen auffällig, weißt du? Wie viel hast du denn dabei, Kevin? Bruder, ich habe aufgeteilt auf Autos. Ich habe, warte, pass auf, 325 Kusch, 20 mal Koka, dann nochmal 20 mal Koka, 20 mal Graspäckchen und dann noch einmal 20 mal Graspäckchen. Also sehr viel. Ja, ich würde dir anbieten, komm zum Haupt. Komm zum Hauptplatz, ich hole auch noch mit da dran, dann fahren wir das zweite verkaufen. Okay, gut. Wir müssen gucken mit dem Preisen, ne? Ja, musst du gucken dann nochmal. Beziehungsweise schmeißt das dann in die Karre rein, weißt du, und ich bleib dann da und er sagt, er wird Cops kommen, weißt du? Ja, Bruder, wo bist du gerade? Gerade Nähe PD, warum? Also ich bin gerade Hauptplatz, ja. Ja, warte, ich komm zu dir. Bis gleich. Ja, gut. 16 Stunden Flug, die ganze Zeit ein schreiendes Kind. E-Mail krieg ich auch nicht. Und, ja. Eine E-Mail bekomme ich auch leider noch. Keine E-Mail, keine Rückantwort. Okay. Weil Telefonnummer habe ich jetzt gegeben. Ja, ich hab's gemerkt. Okay. Nicht toll. Dann durfte ich mal eben Geisel spielen für die Bankfrau. Ja, Alter, ich habe jetzt hier halt komplett voll dabei. Als habe ich die Graspäckchen nicht, ne? Die könnte ich auch nochmal mit einstanzen, 20 Stück. Dann schaue ich mal. Die sind aber in dem Auto hier drin, ne? Mich dann, die ich ja hier reingelegt, wie ich den einpacken wollte, ne? 20 Stück nehme ich mit. Zack. Dass mir da wer rausklaut. Dann bin ich jetzt voll mit Stuff. Oder soll ich es einfach schnell verscherbeln gehen und drauf kacken? Könnte ich nämlich auch machen. Einfach schnell verscherbeln gehen. Wisst ihr? Schnell Verkauf machen. Nur das Geld waschen weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Aber da mache ich Einbuße. Ich glaube, den anderen Dreck kaufen sie mir eh nicht an. Weil du das halt so schwer tragen kannst, das Koka und so weiter. Moin, Brody. Bruder, warte, ich pack schnell ein. Jo. Wie viel hast du dabei? Ich habe alles oder? Dabei, Bruder, genug, ja. Weißt du was, ich glaube, ich gehe einfach verscherbeln. Ich hau mich aufs Bike, zieh Helm auf, fahr dorthin und verscherbe es dann einfach. Okay, willst du Bike oder willst du Auto? Nee, ich mach auf Bike, ich fahr Bike dorthin. Ah, okay. Ah, oh, ich werd schon wieder angerufen. Ja, dann halt nicht. Na, Bruder, kacke, ich hab nur die eine Bike. Oh, die andere steht ja gar nicht da, die ich sehe. Oh, Bruder. Soll ich dir eben eine geben? Ja, nein, sonst fahr ich doch mit Auto. Kack drauf, ich fahr mit Auto. Ja, warte, ich hab doch selber Bike wie du, Bruder. Mach doch Kennzeichner, aber nimm das. Also gut. Ist angemeldet? Pff, keine Ahnung. Also gut, dann viel Spaß. Ich glaub schon.
Abend. Guten Abend. Wallah, danke, Bruder. Könnt ihr machen, aber kein Zeichen ab. Ja, gerade schwer. Gerade schwer, Bruder. Ja, dann mach gleich einfach ab, Bruder. Lass dran, scheiß drauf. Lass du nur einfach dran, ist egal. Ja, guck mal, Polizei steht da in der Ecke und guckt ein bisschen blöd, weißt du? Warte jetzt, bis die um die Ecke ist. Mhm. So, jetzt mach ich ab. Warte ganz kurz, ich mach das, ich schraub das schnell ab. Ich? Gut. Ich hab's mal ganz kurz abgemacht. Ich schmeiß das da in die Ecke, warte. Warte, hier, ich pack dir das in die Hosentasche. Warte, hier. Falls Cops fragen, weißt du? Ja, ja. Wenn kritisch wird. Jo, dann pass auf dich auf, oder? Ja, willst du, Bruder, willst du nicht vorfahren und gucken und dann sagen... Ja, das mach ich, Bruder. Ja gut, weil da fahren wir jetzt hin. Ja, ja. Ich nehme in der Zwischenzeit Preise checken. Schnicken checken. Na, Preise checken. Aber eher noch, dass ich damit jetzt fahren kann, weil das ist schon ein geiles Bike. Ich fahr mal zum Dealer und schau, wie hoch das Ding ist. Also, was die Preisliste sagt. Oh, da wird wer nicht begeistert sein. Eieiei. Da wird jemand nicht, da steht wer vorm Haus. Da wird jemand nicht begeistert sein von der Scheiße. Ja, Bruder? Jo, warte mal, halt nur ein bisschen Abstand, ich fahre erst dann vorbei. Ja, ja. Aua. Scheiße Rohrleitung. Also bis jetzt scheint alles ruhig. Okay, dann komm ich mal dazu, Bruder. Jo, ich fahr oben auf der Straße, wenn der Cops kommt, dann sag ich dir Bescheid, also bleib dran am Telefon. Ich bin am Telefon, ja. Mal sehen, tue ich bisher nichts. Gut. Aber Bruder, ich habe so viel Stuff dabei, ich hoffe, ich krieg das hier alles jetzt verkauft schnell. Ja, der nimmt eigentlich immer ganz große Mengen an. Oh Bruder, ich muss gucken, genau war der. Ah, da vorne. Weißt du nicht mehr? Nein, ich hab schon gefunden. Okay, warte. Oh, alles gute Preise gerade. Oh, geil. Oh, das zwiebelt. Yeah. Gut, Bruder, ich muss noch zweite Ladung machen dann. Ja, aber das wird euch erwarten, oder? Nee, ja, kannst du machen, Bruder, kannst du machen. Ich bin gleich wieder da. Ich fahr nur schnell, warte, wo ist der nächste Parkplatz? Ich fahr sonst Autos runter parken, sonst noch was nächste. Na komm, ich fahr runter. Bin gleich wieder da. Kennzeichen dran gepappt, dass wenn Polizei ist, ich anhalten kann bei einer normalen Verkehrskontrolle. Weil sonst kontrollieren sie mich, wenn ich damit wegfahre. Das ist mir jetzt zu risky, wisst ihr? Oh, Black App hat auch gewiesen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Black App. Moin, wie geht's? Ja, gut, ich hoffe, dir auch. Danke fürs Subben. Wie für den Resub. Das 7. Mal schon. Heftig. Porsche 1702. Xenab, Dankeschön fürs Resubben. Auch vielen, vielen Dank dafür. Ey Leute, wir haben jetzt nochmal 188.000 Schwarzgeld bekommen und da drüben steht irgendjemand. Wir haben also gute Preise gerade und die letztlich... Ich muss mal kurz jemanden anrufen, ruf mich an, wenn du kurz bevor du wieder da bist, oder? Ja, Bruder, mach ich. Das heißt, wir haben derzeit gute Preise, zwar nicht Bestpreise, aber gute Preise gerade. Die waren alle grün, ich habe alles verscherbeln können. Für einen relativ okayen Preis und wenn ich jetzt noch die letzten Sachen verscherbeln gehe... Oh, das wird richtig geil jetzt.
lager halt das Schwarzgeld noch irgendwo ein. Die Zwischenzeit nimmt ein Auto rein damit. Einziger Nachteil, ne, dass hier alles so weit weg ist mit den Autos. Aber ich glaube, so viel Business wie heute habe ich hier mit Kevin noch nie gemacht. Also das Business, was ich heute gemacht habe, Bruder. Habt ihr gesehen, wie dieser schwarze P1 da stand? Ich glaube, der schwarze P1 stand vor dem Haus, was ich ausgeraubt habe vorhin. Bin ich mir sehr sicher. Und der vermisst jetzt seine Sachen, die ich mitgenommen habe. Die aber schon alle verkauft und weg sind. Guckt auf den Kontostand. Gleich über 300.000 und dann habe ich nochmal 400.000 so. Also das ist so viel. Und dann noch die ganzen Goldbarren, die ich noch verkaufen kann. Wo ich dann noch cleanes Geld kriege dafür. Alter Schwede, leck mich fett. So, habe ich da Schlüsselklau noch schnell, bevor der zugeht, ne? Wichtig. Boah, ist das geil. So, jetzt mal gucken. Also, ich brauche jetzt... Wo ich eingelagert? Im AMG ist das Schwarzgeld, ne? Im... M5 müsste es drin sein. Glaube ich. Im M5 sollten die Sachen drin sein, oder? Ja, das sind die 20, das sind nochmal die 10 und die anderen 10 sind noch irgendwo anders drin. Ah ne, die anderen 10 habe ich noch drüben gelassen, die kann ich noch mitnehmen beim Vorbeifahren. Soll ich nochmal, wenn ich vorbeifahre, nehme ich die auch nochmal mit aus dem Ding raus. So, da ist jetzt alles leer, ne, in dem Wagen. Dann müsste nur noch, warte, da muss ich hier noch das Schwarzgeld reinlagern, in den BMW. Dann ist in dem BMW Schwarzgeld drin und zwar 188.950. Zack, rein damit, passt. Haben wir in dem BMW Schwarzgeld drin? Darf ich nur nicht vergessen, wo das Schwarzgeld drin ist. In der G-Klasse und im M5 ist das Schwarzgeld. So, habe ich eigentlich noch was mitgenommen? Die Goldbarren müssten jetzt eigentlich nur noch im Ding sein, ne? Wenn ich das richtig errate. Im Journey sind jetzt noch die Golddingsen drin. Ja, genau so, wie ich mir gedacht habe. Das sind die 38 und im anderen Auto... Warte mal, 38 Goldbarren. Warte, wo sind die anderen Goldbarren hinten? Welches Auto habe ich hier reingelegt? Diese... Also welches Auto war das nochmal? Im M3, ne? Im M3 müssen die anderen Goldbarren drin sein. Nee. Hä, hey, warte, wo habe ich die 50... Irgendwo 50 Goldbarren reingelegt? Bin ich lost? 16 Sekunden Timer für was, Leute? Ja, was war da jetzt gerade der 16 Sekunden Timer? Lass mal kurz gucken, was hat er denn... Was hat er denn verbrochen? Das sehe ich leider nicht. Das sieht man bei Twitch leider nicht. Im Siemer. Hä? Da habe ich die reingelegt? Echt? Habe ich die gerade nicht gesehen? Die 50 Stück? Tatsächlich im Siemer. Hä, warte mal. Was? Hä, wo habe ich dann jetzt das Schwarzgeld reingesetzt? Warte mal, bin ich so ein Losty? Wo habe ich gerade das Schwarzgeld? In M5? Ah, ich habe die gerade verwechselt. Im Siemer BMW. Stimmt. Im M5 ist jetzt das Schwarzgeld drin, im 7er BMW die 50 Ding. Ah, jetzt weiß ich. Ich habe gerade nämlich den 5er BMW, den M5 mit dem 7er irgendwie vertauscht, wie auch immer. Wenn ich das gerade hinbekommen habe. Das heißt, den Rest, den ich jetzt dabei habe, ist das Restliche, was ich noch verscherben kann. Das heißt aber, ich gehe nochmal rein zu Mafia, in das Haus. Nehme nochmal extra diese 10 mit. Die 10 Koka, die ich dort gelassen habe, verkaufe die auch nochmal mit. Das ist ein richtig guter Plan, oder? Das ist, glaube ich, ein richtig guter Plan. Der kann ja nur schief gehen. Ja, schauen wir mal, ob der Kack hinhaut. Ich glaube ja. Außer der steht dann noch mit dem Auto vorne. Ja, nee, ich war gerade zu lost, Leute. Ich war gerade zu lost, lieber Chat. Ja, wie will jetzt mich das Navi führen? Ich riskiere gerade alles. Nee, ich riskiere gar nichts. Ich habe ja, schau mal, was ich dabei habe. Ich habe nur noch das hier dabei. Ich habe ja den Rest nicht mehr dabei. Wobei ich könnte mal mein Geld auf die Bank einzahlen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jason. Wir wollen noch was gehen. Ja, ist alles gut bei dir? Ja, ich bin in ein paar Minütchen da, Bruder. Ich habe gerade das Geld weggebracht, weißt du? Ach so, auch noch. Ja, ist gut. Warte, ich warte hier so lange noch. Wie viel hast du noch? Letzte Ladung jetzt. Okay. Wie viel hast du eben rausbekommen? Boah, Bruder, ich glaube jetzt so eben durch das Kusch. Was waren das jetzt? 190.000 oder so. Das ist aber gutes Geld. Ja, das würde ich mal loswerden müssen, weißt du?
Jetzt noch das Restliche, was ich jetzt noch übrig habe, das werde ich auch noch schnell los und dann, ja. Ja, ich glaube gerade ist auch beste Zeit dafür, die haben Verfolgungsjagd wegen Juve. Ich dachte erst, dass du in Juve dann bist. Boah, Waller, nein, Juve rentiert sich nicht, Bruder. Ich will das große Geld. Ja, ich weiß, ich habe vor 3 Tagen, glaube ich, Juve gemacht. Ich bin mit dem Fahrrad abgehauen, hat geklappt. Waller, wie viel hast du rausgekriegt bei Juve insgesamt? 110.000, ne? Ja gut, da siehst du, es rentiert sich halt nicht so wirklich. Bin ich halt. Viel zu wenig. Ich fände es aber mal geil, wenn ich den Laden räume. Das, darauf hätte ich mal Bock. Aber die Kassierer wollen das ganze Geld nicht rausholen können. Was, Ladenräume, okay? Ja, das würde übel Spaß machen, aber die Kassierer sind immer zu feig, um das Geld rauszurücken, weißt du? Ja, habe ich mal früher mal gemacht, ja. Gut, ich bin gleich da, ich muss noch ganz schnell was holen. Ja, alles gut. Hier vorne, ne? Hinter dir? Ja, Wadler, nein, aber die fahren da gerade alle laufen. Ich weiß nicht, was los ist, Bruder. Die fahren da gerade alle zu dir. Ja, die Wunde fliegt ja auch gerade rüber. Irgendwas ist da gerade drüben, ich fahr da mal ein bisschen weg. Ja, ich sagte, wenn die wieder weg sind. Ja, Wunde fliegt jetzt Richtung Catalina. Naja, ich warte dann. Dann verkaufe ich den Rest, Bruder. Bleibt der VD auf Twitch oder kommt das auf YouTube? Ich weiß es noch nicht, mal schauen. Irgendwas zu mir, glaube ich, da hinten ist Blaulicht. Entweder oder. Oh ne, die fahren wieder weg. Also, wir kommen jetzt noch Werbung? Nee, ne? Jetzt ist gerade werbefrei für euch, okay, oder? Noch immer da, oder was? Ja. Ja, jetzt kommen die genau in meine Richtung. Ja, voilà. Dann steht einfach rum, du hast halt eh nichts dabei, Bruder. Alles gut. Ja, nee, ist klar, Bruder. Was ist mit den Kopf falsch? Alles gut, die sind da gerade richtig am Flexen, oder da ist irgendwas passiert. Glaubst du, der den Juwelenraub gemacht hat, sich darüber oder was? Ja, hier fährt gerade eine KTM lang, oder? Und da kommt erstmal hier, weißt du, hier so Dodge Charger von PD, weißt du, der fliegt erstmal halb über das ganze Werk hier. Na, okay, verstehe. Ja, Wallah, das ist richtig. Weißt du, perfekter Zeitpunkt, da ist genau, dass der da hinfährt, weißt du? Der kann überall hinfahren, aber der fährt genau dorthin. Ja, aber. Und ich wurde auch noch fast über den Haufen gebracht. Boah, weil Wallah, Bruder. Alles wollen. Ich hab extra angehalten an Kreuzung, so wäre ich jetzt auch über den Haufen gefahren worden, weißt du? Mhm. Aber seit wann zum Teufel fahren Charger im Gelände rum? Oder haben die Geländereifen? Bruder, ist mir auch neu, dass Charger im Gelände fährt. Ist der ist über Berg gefahren oder was, Bruder? Ja. Oder was? Laber nicht. Doch. Der ist mit Charger über Gelände. Bruder, was ist mit dem falsch? Ich hab keine Ahnung, Bruder, der hat wohl Fahrwerk aus dem Beton. Ne, Waller, der hat Ketten drauf gemacht oder so Offroad, weißt du, so Offroad-Bereifung, weißt du, da fährt er dann. Ja. Dann glaubt er nicht, ist es. Aber das hätte ich gern gesehen, wie der darauf fährt. Das sah lustig aus, tatsächlich. Ist noch immer so viel los dort? Ne, alles weg, ich sehe gar nichts mehr. Ja, weil dann schau ich mal hin, ne? Komm einfach her, die sind alle mit Befolgen beschäftigt. Ja. Wallah, ich habe jetzt nämlich gerade meine Kennzeichen dran gelassen, wie ich da rumgefahren bin, ganz normal, weil ich habe ja nichts zu verbergen gerade gehabt. Also ich bin gerade mit 80 so gefahren. Dann mache ich wieder ab jetzt Kennzeichen. Ja, falls die dich anhalten sollten, also im legalen Bereich anhalten sollten, dann sollen die mich ruhig anrufen, dass du fahren darfst, weißt du? Oder du sagst dann halt, wo du bist, ich komme dazu. Ja, Wallah, ich komme dazu. Anhalten, weißt du? Ja, zu fahren. Yeah.
So, Brudi, Abub, ich bin jetzt da. Ja, ich seh dich. Ja, Preise sind jetzt schlechter als davor. Gott sei Dank habe ich vorhin noch gut verkauft. Aber ist schon gut. Was Gutes losgeworden. Ja, Bruder, jetzt habe ich jetzt nur, was habe ich jetzt? 18.000 Schwarzgeld. Das ist halt ein bisschen, aber ein bisschen ist auch gut. Ich hatte den Rest, ja, weißt du? Ja, Bruder, das war noch Coca und dann noch Graspäckchen, die normalen halt, ne? Achso, ja gut, die bringen aber viel zu wenig. Na, Bruder, das ist ganz wenig zugewiesen. Jetzt insgesamt 20 Coca, 20 Graspäckchen für 18.000 verkauft. Das ist ja nichts, Bruder, das ist gar nichts. Das ist Schinken, ist das. Ja, man muss auch bedenken hier, wenn du zum Beispiel Coke sammelst, das dauert viel zu lange für das, was du rauskriegst. Ja, ja, das ist ja Problematik, ne? Obwohl Coke eigentlich mehr so bringen sollte wie Gras und so. Ja, Walla, ich verstehe auch nicht, warum da so wenig ist immer. Aber ist okay. Ich bin happy, Bruder, ich bin happy. Ja gut, der Dealer bezahlt halt nicht gut dafür, ne? Ja, ja. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt das ganze gewaschen bekomme, weißt du? Und dann bin ich fein raus aus dem Schneider, so. Ja, ich bin auch schon weggefahren, Bruder, ne? Ich fahr wieder zu Hauptplatz. Ja, ja, ich fahr jetzt auch wieder Hauptplatz, dann gebe ich dir Karre wieder, Motorrad. Jo. Ja, aber dann machen wir so, bis gleich. Ja, ich bin grad auf die. Ja, dann lege ich mir auf. Auch nochmal die 10 Coca mitgesnackt, Alter. Ja. Die Goldbarren können wir jetzt gucken. Ja, die Preise sind jetzt neu, ne? Jetzt können wir gucken, ob die Goldbarren, wenn wir jetzt Glück haben, sind die Goldbarren jetzt hoch für 2 Stunden. Wenn ich die jetzt verscherbe, bin ich Millionär, Leute. Direkt. Direkt. Also, mit dem Schwarzgeld. Dazu gehe ich dann, meine ich jetzt. Dann sind wir jetzt direkt hier, Dings, Millionär. Boah, Alter, ich dachte, der kommt mir entgegen. Ich mein Herz, Alter. Ich hab grad einen Herz-Kaschback gehabt. Ich dachte gerade, Legend, der kommt mir entgegen, der Bruder. Oh, ja. Der Bruder, Alter. Uiuiui. Kurz Herzinfarkt des Todes. Kann er doch nicht machen mit der Ding hier. Kann er doch nicht machen. Also ich muss sagen, heute haben wir echt gute Arbeit geleistet. Aber ich bin ja auch schon wieder seit über 3 Stunden am Stream hier am Start. Heftig. Schmächtig, köstlich. Nee, köstlich, schmächtig heißt das, ne? Eieiei. Ja, das war 80 Gramm, hau mit Tempomat. Gut, wie gesagt, ich habe sowieso kein Messergebnis, da will ich gar nicht rein. Es hat sehr schnell ausgeschaut und falls Sie schneller gefahren sind, dann bitte in Zukunft nur lassen. Wenn Sie wirklich mit 80 gefahren sind, dann mein Fehler. Ich wünsche einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Jo, gleichfalls. Ciao, ciao. So, Bruder. Jo, ich danke dir. Da ist dein Linkchen. Ich bedanke mich. Jo, ich recht herzlich bei dir. Alles gut bei dir? Oh, mal ganz kurz gucken, wo ihr Dings ist. Ja, was ist denn mein Dings? Die bekommst du meinten gerade, dass ich hier... So. Walla, Bruder, warum ist immer leer, Bruder? Das ist schon wieder leer. Walla, Bruder, was ist los? Ah, Bruder. Bitte nicht schneiden, danke. Sie sind bei mir woanders gefahren, ich schwöre. Bitte? Was Sie sind, warten Sie, ich fahre gerade kurz ringsherum, warte mal. Boah, Bruder, Krise gerade, richtige Krise, Bruder. Boah, Walla, Bruder. Nein, Entschuldigung, jetzt hören Sie mich, Ich wollte nur sagen, sie waren vorhin bei mir woanders. Sie waren bei mir, sind sie rechts abgebogen und deshalb bin ich links ausgewichen. Da waren sie wieder links neben mir. Das sah ganz komisch aus. Ich glaube, da hatten sie kurz Kopfschmerzen oder so. Oder ich hatte, ich weiß nicht. Okay. War nicht mit Absicht. Ich bin hier nicht reingeschnitten mit Absicht. Ich wollte eher ausweichen. Und eine Frage nach das Driften gerade dort vorhin oder ist das Fahrzeug so ich bin nicht. Ist leer. Also der Tank ist leer, Bruder. Der dreht durch, der Tank ist leer. Nein, kein Burnout, der Tank war leer. Ich habe. Ich verstehe schon. Hinten haben sie die Sparks gesehen, wie raus ist. Die ganze Zeit, weil der Tank war leer. Das ist ein so komisch gefahren mit der Kiste. Ja. Ja, und ich hatte keinen Kanister dabei. Deshalb habe ich probiert, irgendwie noch auf Tankstelle zuzufahren. Alles klar. Jetzt ist gut. Kein Problem, Sie haben keinen Fehler gemacht. Passt. Nein, passt alles gut, dankeschön. Gut, passen Sie auf sich auf, schönen Abend. Ja, ebenfalls, schönen Abend.
Da dachte ich, mach einen Drift oder so, dabei war der Tank halt leer. $28 tanken, Alter. Wie schön wäre es in Real Life auch mit $28 zu begleichen. Schon mal hier, zack. 10.000 an, das wird sich Schwarzgeld. Einfach neben den Kopf einzahlen, zack, gadibum. Tja, mit über $200.000 Schwarzgeld am Kopf vorbei, ne? Wer kennt's? Wer kennt dieses Feeling, Leute? Also jetzt ist nur noch Goldpreise checken, Schwarzgeld waschen. Das ist das nächste Thema. Ich weiß nicht, ob ich das heute mache. Wenn, dann würde ich das schon nur heute machen. Boah, Alter, wie geil das aussieht, das Auto mit der Grafik. Alter. Ey, das sieht so richtig fotorealistisch aus. Gebt euch das bitte. Boah, Alter, muss ich ja fast ein Foto von machen jetzt gerade. Warte, ich mache hier schnell ein Foto. Auf der Kopf sieht das jetzt nicht, weil das sieht gerade echt mega aus. Boah, Alter, sieht das mega aus, ne? Von der Seite noch. Von der anderen Seite sieht es besser aus. Oh, jetzt ist der Kopf da drin. Guter Mann, eine Frage. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass sie mitten auf der Straße stehen geblieben sind, um ein Foto von ihrem Auto zu machen? Na, Bruder, dafür Versicherung. Irgendwas steht mit Motor nicht. Der macht komische Geräusche, seitdem er jetzt nicht getankt war. Und ganz komisch. Und sie finden nirgendwo anders einen besseren Platz als hier mitten auf der Straße? Nein, der hat Motorkontrollleuchte ging so puff. Wissen Sie, so Motorkontrollleuchte, weißt du? Ja. Jetzt, deshalb muss ich kurz gucken. Warten Sie ganz kurz. Warten Sie, da ist ein, ich sehe gerade, da ist ja Dingis, warten Sie. Ja, da vorne, da ist ja Dings draus, so ein Stecker. So, mache ich Stecker rein, zack. Warten Sie, ich mach zu vorne. Kommt das oft vor? Nein, erste Mal gerade. Wunderbar. So, kann passieren, weil ich habe das letzte Mal zu Service gestellt, seitdem war, warten Sie. Jetzt ist aus. Jetzt geht wieder. Geht wieder, passt als Autofahrt. Ja, es fährt wieder. Ja, alles gut. Dankeschön. Nächstes Mal bitte nicht mitten auf der Straße stehen. Nein, ich wollte nur Foto für Versicherung machen, falls Auto in Flammen hochgeht. Ich kenne mich BMWs, die standen mit Motorkontrollleuchte und auf einmal, buff, Flammen. Wissen Sie, V10-Motor, müsste ein bisschen anspruchsvoll, ein bisschen kaputt passieren. Passieren komische Dinge. Deshalb lieber zuerst Foto machen. Und wenn Versicherung fragt, dann ich habe ein Foto von Auto, wo noch nicht in Flammen hoch. Wissen Sie? Deshalb war wichtig, dass ich anhalte und noch ein Foto mache. Aber genau, ich mache nicht mehr. Haben Sie vollkommen recht. Aber ich mache nicht mehr, alles gut. Wie gesagt, bitte das nächste Mal nicht auf der Straße. Ja, ich mache kein zweites Mal, ist gut. Ich mache kein zweites Mal, alles gut. Wer ist der so komisch? Oh, schicke Karre. Danke. Sieht gut aus. Ich dachte schon fast Polizei und so. Nee, auf keinen. Nein, auf keinen Fall, ne? Was kann ich denn fahren, was jetzt nicht so auffällig ist? M3. Ist da wenigstens drin, ne? Ja, dann checken wir mal schon die Preise und gucken, ob die Goldpreise nach oben gestiegen sind. Wenn ja, dann verkaufen wir schnell. Servus, schau dich schon seit knapp 3 Jahren. Was ist deine Meinung zu Fürstenfeld von STS, was? Keiner, was du meinst. Ich kenn's ja Fürstenfeld, aber was ist von STS? Was meinst du damit? Kein Plan, von was du redest, Bruder, wirklich. Weiß ich gar nicht. Boah, Alter, wenn die Goldbarren jetzt den besten Preis haben, ist das der beste Tag ever mit Kevin. Habe ich heute echt die Glückssträhne meines Lebens, Bruder. Ey, bitte drückt mir die Daumen, dass jetzt der Goldpreis oben ist. Drückt mir die fetten Däumchen, Alter, dass das jetzt klappt. Oh, bitte, Gold. Ist das hier? Gold. Oh,
This is the best price ever. Auf plus, plus. Ja! Alter, Gold, Barne. Beste Preis gerade, beste Preis. Alter, ich mach jetzt Goldverkauf, Alter. Ich hab grad besten Goldpreis, Bruder. Beste, noch über eine Stunde Zeit sogar, Bruder. Heute ist mein Tag, Alter. Heute ist endlich der Tag gekommen, wo es endlich für Kevin Hartmann eine Glückssträhne gibt. Ich glaube es nicht. Goldpreise auf Höchstniveau. Ah, so muss das sein, Alter. Genau so, nicht anders. Die Wirtschaft boomt gerade. Die boomt. Wisst ihr warum? Weil ich das ganze Gold aufgekauft habe. Bis ich alles geklaut habe. Jetzt hat keiner mehr Gold. Jetzt ist das Gold natürlich in die Höhe gestiegen. Aber schau mal, da war der Raub, glaube ich, der letzte. Guck. Ja. Warte, jetzt mich... Dann im Kocher, ja, dann ist im Kocher. Ich dachte gerade, das wäre Energieklasse. Ah, ja, das ist es im Koffer. Ja, gut. Das ist wieder ein Loster Boy. Who run the world, boys? Also 4,40. Geht sich dann nicht aus, ne? Noch 10. Ja, toll. Geht sich das aus? Ne, es geht sich eben nicht aus. Und Journey. Ah, da habe ich ja nur 38 Stück drin, ja dann. Ich dachte schon, ich habe da mehr. Ich dachte, ich habe da 44 drin oder so. Was? Ist das der Rest? Gut. Ich bin happy. Vor allem, ich muss das nicht waschen. Das ist kein Schwarzgeld, was wir da zurückbekommen. Das ist halt das Geile, ne? Ich kann halt alles in die Tasche stecken. Das ganze Gold geht jetzt in meine Taschen, Leute. Das müsste nochmal... Aber wie viel wird das sein? Nochmal hier 160.000 pro. 150 bei dem Preis. 150, 160.000 pro Lieferung. Also für 44 Stück. Das ist der Sound of a Spende. Einfach verscherbeln, ja. 118.000. Ja, 118 sind's. Stimmt, Gold ist ja dann weniger wert, aber trotzdem, Alter, das ist heftig. Wenn mal 40 Stück raus. Ja, um die 200.000 Dollar nochmal plus. Oh, jetzt habe ich nichts mehr drin, ne? Passt. Plus meines Lebens! Danke an dem Mafia. Für diesen tollen Preis. Jetzt noch die 600.000 aus dem Auto raus, aber ja, irgendwie kommt da keiner. Ne? Also das mit dem E-Mail-Verkehr kann ich echt, glaube ich, vergessen. Da ist auch nichts mehr Neues dazugekommen. Ich glaube, ich gehe das Geld einfach schnell waschen und gut ist. Dann ziehe ich da, wie viel ist waschen? 20% sind das, glaube ich, die weg sind, ne? Guck mal, meldet sich auch keiner mehr telefonisch bei mir. Ja, gut. Kontakt halten für spätere Dinge. Oh, Blitzer. Oder soll ich das jetzt... Ich glaube, das ist gescheit, das jetzt durchzuziehen mit dem Waschen. Ist das eine gescheite Idee oder ist das eine Kackidee? Schauen wir mal kurz. Also ich habe jetzt... Okay, jetzt ziehe ich besser nichts ab. Warte, ich wollte ja Geld einzahlen eigentlich, ne? Geht der? Ja. Wenn ich jetzt waschen gehe, das ist minus 20%, bin ich halt schon eine ärmere Flocke. Ach komm, ich wasche es, scheiß drauf, ich zieh durch. Kein Bock. Kein Bock zu warten. Der Rest ist im M5, ja? Der müsste im M5 sein.
Ja, das wird sich dann nicht ausgehen, dass ich damit Millionär werde, oder? Wenn ich das jetzt waschen gehe. Ich meine, theoretisch wäre ich jetzt Millionär, würde ich das die Waschkosten nicht haben. Dann wäre ich jetzt Millionär, Leute. Ohne die Waschkosten, aber mit Waschkosten bin ich noch ein bisschen weiter entfernt davon. Wenn er nicht antwortet auf die Mail, dann gehe ich so waschen, weil ich keinen Bock dazu warten. 5 Stunden, bis ich das endlich mal weg habe. Will mir was Schönes davon kaufen, wisst ihr? Ah, wobei, das mache ich mal lieber nicht. Wenn ich damit aufhaut und ein Kopf untersucht mich damit, na dann war es das. Das tun wir nicht. Habe ich irgendwas Schnelles? Ja, vielleicht noch ein bisschen. Alter, spinnt der! Boah, der wäre jetzt auf die Fresse gefallen. Alter. Spinnt doch, Alter. Ja, komm, ich fahre im M6. Kack drauf. Das war hier unten irgendwo, ne? Ich zieh durch. Oh. Jetzt haben wir gleich richtig fett Kohle. Ja, aus 600.500, 501.000. Also das hat knapp, muss man sagen, wenn ich jetzt auf die Bank gucke, hat das, glaube ich, knapp nicht funktioniert mit Millionär wäre, ne? Bank? Transactions? Nein. Ja. Es hat... Ah doch, warte mal. Ne, nevermind, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind Millionär, wenn ich das auf die Bank lege, bin ich Millionär. Ich habe nicht gesehen, dass noch ein paar Flöckchen dabei waren. Wir sind Millionär. Wir haben es geschafft, Leute. Ich hab nicht gewusst, dass ich hier 4,70 hatte auf der anderen. Ja moin, ich bin Millionär. Huch. Ich muss den Betrag auf die Bank legen, dann haben wir das gleich. Ah, also ich fahre gleich mal hier zum Gebrauchtwagenhändler, Alter. Diabox. Habe ich noch eine Diabox? Die habe ich ja verkauft, Leute. Die Diabox ist weg. Ich habe keine mehr, oder? Habe ich noch Diaboxen hier? Nee. Nö, keine Diabox. Habe ich verscherbelt vorhin, als ich die da geklaut hatte. Habe ich die direkt vorhin verscherbelt gehabt, die eine Diabox. Weil da war der Preis ja relativ hoch. Mal rein hier. So, ich hoffe, ihr habt jetzt auch eine Melone. Und immer kein Cent auf der Bank, weil manchmal immer noch blank. Weißt du, was das Traurige ist? Das Auto ist dazu. Es gibt keine mehr, der mir im Auto aus ein Auto verkaufen könnte. Und ich habe alles gespart für diesen Moment und jetzt ist keiner da, Alter. Ach, lecko mio, wirklich. 1 Million! Ja, das erste Mal mit Kevin. Ich glaube, ich habe mit Kevin noch nie 1 Million gehabt. Ich könnte mir jetzt... Wisst ihr noch, wie ich letztes Mal auf 300.000 gespart habe? Auf 300K habe ich gespart. Ich habe jetzt einfach 1 Million gemacht. Und es ist keiner im Autohaus da, wo ich ein Auto kaufen könnte. Innerhalb von einem Tag aber, ne? Nee, es ist aber leider kein Autohändler da. Da muss ich leider ein anderes Mal ein Auto kaufen. Das macht mich jetzt gerade echt sad irgendwie. Weil ich hätte jetzt übelst geil mich reinstolziert und hätte mir den 911er geholt. Aber vielleicht im Gebrauchtwagen, ne? Also ich habe noch gar nicht geguckt. Vielleicht gibt es ja im Gebrauchten auf eBay was Gutes im Angebot. Da verkauft er seinen Hammern. Warum so günstig für 85.000? Das ist komisch. Suche Bugatti Veyron. Verkaufe M5 vom Gebrauchtwagen. Nee, suche Bugatti Veyron. Verkaufe Swift Heli für 450. Wir können uns einen Heli kaufen. Ich hatte als Rumpe genau den Wagen hier, ne? Wenn das nicht sogar derselbe ist, der dann wieder verkauft, weil er nicht braucht. 440.000 aber. Verkauf ein Enlago mit kompletten Tuning und OG-Felgen. 120.000 ist da. Ja gut, das ist... Boah, ich brauche kein Ferrari, Alter, aber ich kann mir nicht was... Wobei, was kostet 330.000 nur? Das ist aber gut, der Rari. SVJ, was würde so ein SVJ kosten? Weil der wäre geil. Taycan von dem Tag, verkaufe Ferrari, suche Originalfelgen, bababub. Kauft irgendwer sein SVJ, weil der mich letztes Mal gefahren, der ging richtig ab. SVJ, SVJ, CLA. Nope. Mhm. Nee, Charger in Chrom. Warum verkaufen die alle? Oh, warte, Porsche Taycan Fulltuned vielleicht? Nee, das passt nicht zu Kevin. Ich könnte nochmal zum Gebrauchthändler fahren und gucken, ob mir da was gefällt. Boah, das Ding hat ja kein Kennzeichen, ne? Aber siehst du, so machst du halt kein Geschäft, wenn du einen Termin ausmachen musst, um Geld zu waschen, weil du möchtest ja das Geld so schnell wie möglich loswerden. Das ist ja
Kacke, ist ja klar, dass das Geschäftsmodell nicht so geil funktioniert. Ist klar, dass das nicht so funktioniert. Ich habe Motorrad, passt schon. Ich hab eine Melone. Willst du es beim Gebrauchtwagenhändler irgendwas, was zu mir passen würde als Kevin? Nee, weil ich würde sonst das Geld sparen auf was Heftiges. Also ich habe ja genug Geld, aber ich muss halt warten, ne, bis die da sind vom Händler. Mann, ich wollte echt einkaufen. That's sad, Bruder, that's sad. Ah ja, blitz mich, hast ja recht. Ah, schauen wir schon, vielleicht vom Gebrauchtwagenhändler. Weil Andler hat ja neue Autos wieder in Gebrauchtwagenhändler eingebunden, die er rübergeschickt hat. Vielleicht gibt es irgendwas, was mir gefällt. Es gibt ein paar neue Autos da, die vorhin beim Dings drüben waren. Ach, warte mal, da gibt es ja den... Ich glaube, den Aston Martin gibt es jetzt da drüben, der bei Andels Autos davor war, der 300 fährt. Also über 300 fährt er. Ich kann mal schnell gucken. Mal schauen, wer der ist. Schauen wir mal. JDM, was musst du unter Coupé vielleicht ist da drin, ich weiß nicht, unter Coupé. Schauen, was das kosten würde. Hier ist er. 90.000 der Wagen, ne? Würde ich irgendwie fühlen. Ich habe ja 1 Million Dollar, Leute. Ich habe ja 1 Million, ne? Den für 90.000 kaufen. Vielleicht. Wobei, jetzt sind ja auch wieder 100.000 weg, ne? Aber irgendwie mit Kevin, ich finde, der passt zu Kevin. Ich weiß nicht, irgendwie hätte der was. Weil das fahren übelst wenig Leute, den Wagen. Der geht gar nicht so schlecht. Ich meine, vom Handling ist er ein bisschen, ja, geht so. Aber ich finde den voll geil. Erinnert mich immer ein bisschen an James Bond, der Wagen. Aber, ja, gucken wir mal weiter. Was noch Neues gibt oder ob es noch irgendwas gibt, was er da reingemacht hat. Breitbau M4, der war doch vorhin auch drüben, oder? Der Breitbau. Weiß gar nicht, war der vorhin drüben? Der wäre nämlich auch krass. Breitbau M4 für 70k. Noch ein bisschen Tuner. Ich glaube, da kannst du ein paar Tuning-Teile noch dranbringen. Das wäre auch nicht so schlecht. Könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem, der kostet weniger, ne? 70k nur. Also nur. Den haben wir ja schon, glaube ich. Oder den hatten wir. Ich schau mal weiter, vielleicht gibt es hier noch was. JDM. Civic 20. Ne, war da vorher auch schon drin. Ich weiß ja nicht. Der M4 war schon geil, ne? Von allen Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Breitbau M4. SUVs vielleicht irgendwas Neues? Ja, der Audi Q7. Der kam ja auch hier rüber. Gebrauchter Audi Q7 für 65.000. Der ist jetzt auch neu hier drin. Der Volvo ist auch neu drin. Der war davor auch drüben bei Andels Autohaus. Andel hat halt die ganzen Autos, die sie jetzt nicht so krass verkauft haben, hier rüber getan, ne? Irgendwie. Keine Ahnung. Finde ich aber auch okay so. Volvo wäre halt auch geil, ne? Stell dir mal Kevin in einem Volvo vor. Familienvater. Kevin Hartmann im Volvo. Oder ich spare mir echt das Geld, ne? Weil der Breitbau M ist halt schon geil, ne? Boah. Aber der kostet aber wieder alles für, wenn ich den kaufe. Nee, ich glaube, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich spare. Ich spare auf was Gutes. Schau, ob ich irgendwas unbedingt haben möchte. Und wenn ich, weil, ich meine, wenn ich jetzt tune und alles sind auch wieder über 100.000 Dollar weg. Wir dürfen jetzt nicht, weil wir 1 Million auf dem Konto haben, direkt alles ausgeben. Wir denken immer noch, wir haben ja auch noch Verhandlungskosten zu zahlen und das ist halt, ja. Ich warte noch. Ich warte noch, bis der Autohändler nächstes Mal da ist. Und dann kaufe ich mal. Das ist nun mal keiner da. Ich glaube, der kommt dort auch nicht mehr. Wir werden uns nächstes Mal beim Autohändler was holen. Und wenn mir dort nichts gefällt, kaufe ich mir den M4. So hätte ich es gesagt, Mamas.